Witness, you were present at the interview between President Haha and Hitler in March, on the 15th of March, 1939. Were you not? Ja, da war ich anwesend. Do you remember Hitler saying at that interview that he had given the order for German troops to march into Czechoslovakia and that at 6 o'clock in the morning the German army would invade Czechoslovakia from all sides? Ich entsinne mich der genauen Worte nicht mehr, aber ich weiß, dass Hitler Haha sagte, dass er die Länder Böhmen und Mähren besetzen würde. Do you remember him saying what I put to you, that he had given the order for German troops to march into Czechoslovakia? Ja, das ist ja das, was ich eben sagte. Do you remember the defendant Göring, as he told the tribunal, telling President Haha that he would order the German Air Force to bomb Prague? Darüber kann ich nichts im Einzelnen aussagen, weil ich bei der Besprechung zwischen Haha... I'm not asking you for a detailed statement. I'm asking you if you remember what I should suppose was a rather remarkable statement, that the defendant Göring said to President Haha that he would order the German Air Force to bomb Prague if Czech resistance was not called off. Do you remember that? Nein, das weiß ich nicht, da war ich nicht zugegen. You were there the whole interview, weren't you? Nein, das war ich nicht. Und wenn der britische Anklagevertreter mir die Möglichkeit gibt, dann werde ich dazu erklären, genau wie es war. Well, I want you to answer my questions at the moment. You say you don't remember that. At any rate, if the defendant Göring says that he said it, will you accept that it happened? Wenn Göring das sagt, dann wird es selbstverständlich zutreffen. Ich habe nur erklärt, dass ich nicht dabei war bei dieser Besprechung zwischen dem Präsidenten Haha und dem damaligen Reichsmarschall Göring. Do you remember Hitler saying that within 2 days the Czech army would not exist anymore? Im Einzelnen entsinne ich mich dessen nicht, nein. Es war eine sehr lange Unterredung. Do you remember him say, Hitler saying, at 6 o'clock the troops would march in? He was almost ashamed to say that there was one German division to each Czech battalion. Das ist möglich, dass sowas gesagt worden ist. Einzelheiten entsinne ich mich nicht. If these things were said, will you agree with me that the most intolerable pressure was put on President Haha? Die Frage ist nicht durchgekommen. If these things were said, will you agree with me that the most intolerable pressure was put on President Haha? Zweifellos hat Hitler eine sehr klare Sprache geführt. Aber ich muss dazu sagen, dass der Präsident Haha seinerseits nach Berlin gekommen war, um auch mit Hitler eine Lösung zu finden. Er war überrascht, dass der Einmarsch der Truppen erfolgen sollte. Das weiß ich und das entsinne ich mich genau. Aber er hat dann sich damit einverstanden erklärt und sich mit seiner eigenen Regierung und seinem Generalstabschef in Verbindung gesetzt, dass den deutschen Truppen kein feindlicher Empfang zuteil würde. Und das von mir skizzierte Abkommen hat er dann mit Hitler und dem Außenminister der Tschechoslowakei und mir vollzogen. Will you agree with me that that agreement was obtained through a threat of aggressive action by the German Army and Air Force?
Es ist sicher, dass der Führer, Präsident Hacha, gesagt hat, dass die deutsche Armee einmarschieren würde. Und dass natürlich unter diesem Eindruck mit dieses Instrument unterschrieben worden ist. Das ist richtig. Don't you think you could answer one of my questions directly? I'll ask you it again. Will you agree with me that that document was obtained by the most intolerable pressure and threat of aggression? There's a simple question. Do you agree? So nicht, nein. What further pressure could you put on the head of a country except to threaten him that your army would march in overwhelming strength and your air force would bomb his capital? Krieg zum Beispiel. That, what is that but war? Do you not consider it war that the army will march in a proportion of a division to a battalion and President the air force Hacha will bomb Prague? Präsident Hacha hatte dem Führer erklärt, dass er das Schicksal seines Landes in die Hände des Führers legt. Und der Führer hat Präsident Hacha erklärt... I want you to answer my question. My question is a perfectly simple one and I want your answer to it. You've told us that that agreement was obtained after these threats were made. Nein, das habe ich nicht gesagt. I put to you... That's what you said a moment ago. Nein. I put to you that that agreement was obtained by threat of war. Is that not so? Ich glaube, dass diese Drohung unvergleichlich viel geringer ist als die Drohung, unter denen Deutschland jahrelang durch den Versailler Vertrag und seine Sanktionen gestanden hat. Well, leaving, whatever it is comparatively, will you now answer my question? Do you agree that that agreement was obtained by threat of war? Es ist erfolgt unter einem Druck, und zwar unter dem Druck des Einmarsches in die nach Prag. Das ist kein Zweifel. Aber entscheidend bei der ganzen Sache war, dass der Führer dem Präsidenten Hacha die Gründe auseinandergesetzt hat, warum er dies tun müsste. Und der Präsident Hacha hat zum Schluss sich absolut damit einverstanden erklärt, nachdem er seine Regierung und seinen Generalstab sich mit ihnen in Verbindung gesetzt hat und deren Auffassung gehört hat. Allerdings, das ist absolut richtig, der Führer war entschlossen, diese Frage unter allen Umständen zu lösen. Der Grund hierfür war der, dass der Führer der Auffassung war, dass hier in der restlichen Tschechei gegen das Deutsche Reich konspiriert wurde. Reichsmarschall Göring hat bereits erklärt, dass dort russische Kommissionen auf Flugplätzen der Tschechei gewesen sein sollen. Also der Führer hat dies getan, weil er glaubte, im höchsten Interesse und Schutze des Deutschen Reiches dies tun zu müssen. Ich darf in dem einen Vergleich heranziehen. Zum Beispiel Präsident Roosevelt hat die westliche Hemisphäre erklärt. England hat seine Interessen in dem gesamten Erdball. Ich glaube, dass dieses Rauminteresse, was der Führer in dem tschechischen Restraum gezeigt hat, für eine Großmacht an sich kein unbilliges ist. Man mag über die Methode der Meinung sein, wie man will. Jedenfalls eins ist sicher, dass diese Länder ohne das Vergießen auch nur eines Tropfen Blutes besetzt worden sind. Because they were occupied without a single drop of blood being shed, because you had threatened to march in overwhelming strength and to bomb Prague if they didn't agree. Isn't that so? Nein, nicht weil mit einer unerhörten Übermacht, sondern weil das vorher vereinbart worden war, dass die deutsche Wehrmacht ungehindert einmarschieren könnte. But that agreement, I put it to you again, and I would like you to answer the question, that agreement was obtained by you threatening to march in and threatening to bomb Prague, was it not?
Ich habe Ihnen schon mal erwidert, dass das so nicht ist, sondern der Führer hat mit dem Präsidenten Hacha gesprochen, hat ihm gesagt, dass er einmarschieren würde. Die Aussprache zwischen dem Staatspräsidenten Hacha und Reichsmarschall Göring kenne ich nicht. Und Präsident Hacha hat dann das Abkommen unterschrieben, nachdem er sich mit seiner Regierung und seinem Generalstabschef in Prag telefonisch in Verbindung gesetzt hatte. Es ist kein Zweifel, dass die Persönlichkeit des Führers, seine Argumentation und letzten Endes natürlich auch der angekündigte Einmarsch der deutschen Truppen den Präsidenten Hacha veranlasst hat, dieses Abkommen mit zu unterschreiben. Thank you. Now, do you remember, would you mind standing, General, for a second? Do you remember General Etcher asking you some questions? Once this gentleman, General Etcher of the Czechoslovakia? Jawohl, entsinne mich, ja. Did you say to him that you thought that this action on the 15th of March was contrary to the declaration of Hitler given to Chamberlain, but in fact that the Hitler saw in it, in the occupation, a vital necessity for Germany? Ja, das ist richtig. Im ersten Punkt habe ich mich geirrt. Das will ich hier offen bekennen. Da ist mir auch nachher eingefallen. Denn in dem Münchner Abkommen zwischen Mr. Chamberlain und Hitler steht etwas Ähnliches nicht drin. Es war also nicht gegen dieses Abkommen gerichtet. Im zweiten Punkt habe ich, glaube ich, erklärt, dass Hitler glaubte, im höchsten Interesse seines Landes so handeln zu müssen. Well, now, I want you to tell us one or two general things about your views with regard to Great Britain. Is it correct that when you went to London as ambassador of the Reich, that you thought there was very little chance of an agreement? In fact, there was a hundred to one chance of getting an understanding with Great Britain. Als ich dem Führer bat, persönlich mich nach London zu schicken. Well, I'm asking you a perfectly simple question, yeah. You know. I'm asking you the question, is it right that when you went to London as ambassador, you thought there was very little chance of an understanding with England, in fact that the chance was 100 to 1? Ja, die Chance war nicht groß, ja, ist richtig. These, as you know, are your Aber own ich möchte words. Noch etwas hinzufügen. Die Chance no, war but first nicht of all, groß. Just answer my question. These are your own words, aren't they, that the chance was 100 to 1? Remember saying that? 100 zu 1 entsinne ich mich nicht, aber ich habe Hitler gesagt, dass die Chance klein war, das ist sicher. Aber ich möchte noch was hinzufügen. Ich habe gleichzeitig gesagt, dass ich alles tun würde, um trotzdem zu versuchen, eine endgültige deutsch-englische Verständigung trotz allem noch herbeizuführen. Now, when you left England, did you believe that war was inevitable? When you left England, when you ceased being ambassador, did you believe that war was unavoidable? Nein, der Ansicht war ich nicht, dass er unvermeidlich sei, aber dass eine Möglichkeit des Krieges bei der Entwicklung, die in England vor sich ging, dass die denkbar sei, davon war ich überzeugt. I want you to be careful about this. Do you say that you didn't think that war was unavoidable when you left England? Ich kann weder sagen, dass unvermeidlich gewesen ist oder vermeidlich. Jedenfalls war mir klar, dass bei der Entwicklung, die in England, der Politik gegenüber Deutschland, die in England vor sich ging, eine kriegerische Verwicklung im Bereich des Möglichen liegen müsste. Well, now look at page 211e of the document book. English book 170. 211, you sagt sie. 211e. Ja.
You got that? Yeah. Well, now, if you look at the second paragraph, it reads like this. He, the Reich's foreign minister, had been more than skeptical already at his arrival in London and had considered the chances for an understanding as 100-1. The war inciter clique in England then also won the upper hand when he, the Reich's foreign minister, left England. War was unavoidable. Yeah. Is that what you said to Ambassador Schiemann? Ich weiß es jetzt nicht, ob ich das genau so gesagt habe. Jedenfalls, das ist diplomatische Sprache, Herr Anklagevertreter. Und es ist durchaus möglich, dass wir damals aus der Situation heraus mit dem japanischen Botschafter das für opportun hielt, das so zu sagen. Jedenfalls, das ist nicht das Interessante. Interessant ist, was ich mich entsinne, und das ist, als ich England verließ, eine Sicherheit und Unvermeidlichkeit des Krieges nicht gegeben war. Ob ich später im Laufe der Jahre kann ich oft dies oder jenes gesagt haben, das hat aber gar keine Bedeutung dafür, was ich damals dachte, als ich von London wegging. Das ist, glaube ich, dafür nicht der geringste Beweis. Vielleicht habe ich ihm damals irgendwie, ich glaube, ich habe ihn damals wohl in den Krieg gegen England bekommen wollen und habe daher eine etwas starke Sprache geführt. Das ist wohl der Grund dazu. You mean you probably told him what was untrue? You probably told him what was untrue? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das im Einzelnen ganz genau richtig aufgeschrieben worden ist. Das ist eine lange Aufzeichnung. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Und, it's a captured German document. It's your own record of the meeting. Das macht durchaus sein. Aber in der Diplomatie wird manches gesprochen und nicht jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Jedenfalls die Wahrheit ist, dass als ich London verließ, eine Unvermeidbarkeit des Krieges nicht gegeben war. Aber es ist kein Zweifel, dass ich skeptisch London verließ und nicht wusste, wo die Dinge hintreiben würde. Und dies vor allem wegen der sehr starken englischen Kriegspartei. You heard what I said, didn't you? Jawohl, jawohl. Now, when you left England, was it not your view that the German policy should be pretended friendliness towards England and actual formation of a coalition against her? Das ist so nicht richtig. Mir war klar, dass als ich Außenminister wurde, die Durchsetzung der deutschen Wünsche in Europa schwierig sei und dass es vor allem England war, dass ich diesen Wünschen entgegenstellte. Jahrelang hatte ich im Auftrag des Führers versucht, auf dem Wege freundschaftlicher Verständigung mit England die Dinge durchzusetzen. Well, you know, you've told us that before. I want you now to answer this question. Jetzt. Did you advise the Führer that the proper policy was pretended friendliness with England and in actuality the formation of a coalition against her? Did you or did you not? Nein, so ist das nicht richtig. Nein. Well, now, just as you've said no, just look at the document TC-75, exhibit GB-28, and at your conclusions that are to be drawn. You'll see it at the end under number 5, therefore conclusions to be drawn by us. It's about the end of the third page. Therefore, conclusions to be drawn by us, outwardly further understanding with England while protecting the interests of our... Aber dass ich so gesagt habe, das glaube ich kaum. Eins ist jedenfalls sicher, dass der Führer gewusst hat,
und dass ich dem Führer gesagt habe, dass England wegen Polen marschieren wird. Well, das kann ich... If you're a little doubtful, would you look at document D738, which will become GB290, because apparently you saw these gentlemen again 2 days later. Just look at the last sentence of that. The Reich Foreign Minister pointed out again that Poland presents no military problem for us. In case of a military clash, the British would coldly leave the Poles in the lurch. That's quite straight speaking, isn't it? The British would coldly leave the Poles in the lurch. Ich weiß nicht, auf welcher Seite das jetzt... Auf welcher Seite ist das? Oh, it's paragraph 7, and it's the report of the 1st of May, and it's the last sentence of my quotation. It's also taken by a gentleman called von Erdmannsdorf, and it appeared just above his signature. The words that I'm asking you about are, in case of a military clash, the British would coldly leave the Poles in the lurch. Auf Seite 8 ist das, oder wo? Auf welcher Seite darf ich fragen? I'm afraid it's my heading is paragraph 7. It begins, the Reich Foreign Minister then returned to our attitude towards the Polish question and pointed out that the Polish attitude had aroused great bitterness. Das ist durchaus denkbar, dass ich sowas gesagt habe. Dass wenn es gesagt worden ist, dann ist es deshalb getan, um die Ungarn nicht irgendwo zu beunruhigen und irgendwie bei der Stange zu halten. Das ist diplomatisches Gespräch. Das ist ja klar. Dass Don't you think there's any requirement for the truth in a political conversation? Bitte? Don't you think there's any requirement to tell the truth in a political conversation? Darum handelt es sich ja nicht, sondern es handelt sich hier darum, um eine Situation herbeizuführen, um diese Frage, auch die polnische, in einer diplomatischen Form zu lösen. Wenn nun heute ich den Ungarn sagen würde, und das trifft auch später für die Italiener zum Beispiel zu, dass England für Polen eingreifen würde und hier ein großer Krieg und so weiter daraus entstände, dann würde natürlich das eine diplomatische Situation ergeben, dass das Problem überhaupt nicht mehr zu lösen wäre. Also es ist kein Zweifel, dass ich damals in der ganzen Zeit eine sehr starke Sprache führen musste, wie der Führer das auch immer angewiesen hat, denn wenn sein eigener Außenminister etwa andere Möglichkeiten zum Durchbruch oder hätte durchblicken lassen, so wäre das natürlich sehr schwierig geworden. Und ich möchte sagen, hätte bedeutet, dass das unter Umständen dann unter allen Umständen zum Krieg geführt hätte. Wir wollten aber eine starke deutsche Position herbeiführen, um dieses Problem auf friedliche Weise zu lösen. Are you making that GB290 or 289? 290, I think it is. Oh, yes, 738 is 290. Now, you remember the... Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass die Ungarn immer in einer gewissen Sorge mit der deutschen Politik waren und dass mir der Führer von Anfang an dort gesagt hat, ich möchte eine besonders klare und starke Sprache in diesen Dingen führen. Diese Sprache habe ich auch vor allem meinen eigenen Diplomaten gegenüber sehr oft verwandt, aus denselben Gründen. You want us to assume that you were telling lies to the Hungarians, but you're telling the truth to this tribunal. That's what it comes to shortly, isn't it? That's what you want us to understand. That you were telling lies to the Hungarians, but you're telling the truth to this tribunal. That's what you want us to understand, isn't it? Ich weiß nicht, ob man hier von Lügen sprechen darf, Herr Anklagevertreter. Es handelt sich hier um Diplomatie. Und wenn wir eine starke
Situation herbeiführen wollten, dann konnten wir natürlich nicht herumgehen. Und wie hätte das ausgesehen, wenn der deutsche Außenminister eine Sprache geführt hätte, als ob hier nun bei dem geringsten deutschen Schritt die ganze Welt über Deutschland herfallen würde. Der Führer hat sehr oft eine solche starke Sprache gebraucht und sie auch von mir verlangt. Ich darf nochmal betonen, dass ich sie besonders auch zum Beispiel meinem eigenen Auswärtigen Amt gegenüber oft eine solche Sprache sprechen musste, damit hier eine klare Linie herrschte. Denn wenn der Führer zur Lösung eines Problems so oder so entschlossen war, das heißt also auch, wenn es sein musste zum Krieg, dann lag ja die einzige Chance überhaupt darin, dass man eine ganz starke Haltung einnahm, denn tat man das nicht, dann hätte es ja unter allen Umständen Krieg gegeben. Well now, I want to have in mind what Count Ciano says that you said to him on the, I think, 11th or 12th of August, just before your meeting at, I think it was at Salzburg, with you and Hitler. You remember that, according to Count Ciano's diary, he said that he asked you, what do you want, the corridor or Danzig? And that you looked at him and said, not anymore, we want war. Remember that? You remember that? Ja, diese Äußerung ist absolut unwahr. Ich habe Graf Ciano damals gesagt, das liegt in derselben Linie, der Führer ist entschlossen, dieses polnische Problem so oder so zu lösen. Das war die Sprachregelung, die ich vom Führer bekommen hatte. Dass ich gesagt haben sollte, wir wollen Krieg, ist auch deshalb absurd, weil das für jeden Diplomaten klar ist, dass man so etwas überhaupt nicht sagt. Nicht mal dem allerbesten und treuesten und vertrautesten Bundesgenossen, aber bestimmt nicht Graf Ciano. But the I just like you to look at a report of a subsequent conversation that you had with Mussolini and Count Ciano not very long after. On the 10th of March, 1940, that's about 9 months later. And if you would look at document 2835, PS, which will become GB 291, and if you would turn to, I think it's page 18, line 18. I hope they've turned up the page for you. This is a... Seite 18, meinen Sie. This is a conversation. I remind you again, a conversation between you and the Mussolini and Ciano on the 10th of March, 1940. And it begins by saying, the Reich Foreign Minister recalled that he actually did state in Salzburg to Count Ciano that he did not believe that England and France would assist Poland without further ado, but that at all times the possibility of intervention by Western powers must still be reckoned with. He was glad now about the course of events because, first of all, it has always been clear that the differences would have to come sooner or later and they were inevitable. And then you go on to say that it would be a good thing to finish the conflict in the lifetime of the Führer, the Duce. Ja, das war nach Kriegsausbruch. Nach dem Ausbruch des Krieges. Yes. Ja. Ja. Yes, what I'm putting to you are these words. He was glad now about the course of events, because first of all, it had always been clear that differences would have to come sooner or later, and they were inevitable. And if you would look at where it says secondly... Ja, darf ich darauf antworten? Yes, may I put what I'm suggesting to you, that shows perfectly clearly that Count Ciano is right and that you were very glad that the war did come because you thought this was the appropriate time for it to happen. Ja, ich finde das nicht. Ich kann das nicht finden. Im Gegenteil, hier wird doch gesagt, dass doch immer mit der Möglichkeit eines Eingreifens der Wächtmäste gerechnet hätte. Steht doch hier ausdrücklich da. No, but it's the second part that I'm putting to you. I've passed from that point about British intervention.
I say he was glad now about the course of events. And if you'd look down at the paragraph with secondly, so that you'll have it in mind, in the third line he says secondly, at the moment when England introduced general conscription, it was clear that the relationship of the powers would not formulate itself in the long run in favor of Germany and Italy. Darf ich bitten, wo das Letztere steht? Ich habe just a few lines further down. The word secondly is underlined. Do you see it? Nein, bei mir ist es nicht. Ah, so hier. Ja. Secondly, at the moment when England introduced general conscription. It's about 10 lines further on. Ja, was möchte der britische Herr Anklage Vertreter damit beweisen? Ich verstehe das nicht ganz. I want you to look at the next sentence before you answer my question. This, along with the other things, was decisive for the Führer's decision to solve the Polish question even under the danger of intervention by the Western powers. The deciding fact was, however, that a great power could not take certain things lying down. What I'm saying... Ja, das scheint mir richtig. And that was your view at the time, and the view that you declared afterwards as being your view, that you were determined that you would solve the Polish question, even if it meant war. Canciano was perfectly right in saying that you wanted war. That's what I'm putting to you. Nein, das ist nicht richtig. Sondern, ich habe Graf Ciano damals in Berchtesgaden gesagt, dass der Führer entschlossen ist, das Problem so oder so zu lösen. Diese Sprachregelung war deshalb schon notwendig, weil der Führer überzeugt war, dass was auch immer in Rom bekannt wird, sofort nach Paris, London und so weiter ginge. Er wünschte daher eine klare Sprache, damit Italien diplomatisch auf unserer Seite stände. Wenn der Führer gesagt hätte, der Führer wäre nicht so entschlossen, diese Frage zu lösen, dann wäre das zweifellos sofort weiterberichtet worden. Da der Führer aber entschlossen war, sie unter Umständen auch kriegerisch zu lösen, wenn sie anders nicht zu lösen war, hätte das ja bestimmt den Krieg bedeutet. Daher die ganz klare, starke diplomatische Haltung, die ich damals in Salzburg einnehmen musste. Ich weiß nun nicht, wieso dieses, was jetzt hier gesagt wird, dem irgendwie widerspricht. Right. Well, I want to pass on to the last week in August and take that again very shortly because there's a lot of ground to cover. You agreed in your evidence that on the 25th of August the Führer called off the attack which was designed for the morning of the 26th. You remember that? I just want you to have the dates in mind. Das Datum kenne ich genau. Yes. Now, you've heard, you were in court, I think, when Herr Dolores gave his evidence, were you not? Yeah, right here. And let me remind you of the date that on the evening of the 24th, the defendant Göring asked Herr Dolores to go to London the next morning. The summary of your own conversation with Monsieur Beck on the next day, it's a page 115, and at the beginning of the paragraph, the second paragraph, you'll see that after Monsieur Beck had mentioned the Danzig question, you said, in answer, Monsieur von Ribbentrop once more emphasized that Germany was not seeking any violent solution. You see, that's almost word for word what Hitler had said the day before. Do you see that? Jawohl, das stimmt. Now, absolut. Would you turn back to page 113? These are the defendant Keitel's
orders put it exactly, the defendant Keitel's transmission of the Führer's order with regard to Danzig. It's dated the 24th of November, that was some 6 weeks before, and it's supplemental to an order of the 21st October. And you see what it says, apart from the three contingencies mentioned in the instructions of the 21st October, preparations are also to be made to enable the Free State of Danzig to be occupied by German troops by surprise. Occupation of Danzig. The preparations will be made on the following basis. The condition is a quasi-revolutionary occupation of Danzig, exploiting a politically favorable situation, not a war against Poland. Did you know of these instructions? Nein, das wusste ich nicht. Ich sehe diesen Befehl oder was es ist hier zum ersten Mal. Hitler, of course, must have known. Darf ich noch was zufügen? Not for the moment. Hitler must have known of the order, mustn't he? It's an order of the Führer's. We've had that. Selbstverständlich. Ich nehme daher an, und das wollte ich gerade hinzufügen. Es wird dem britischen Herrn Anklagevertreter ja auch klar sein, dass Politik und Militär hier zwei völlig verschiedene Begriffe sind. Es ist kein Zweifel, dass der Führer im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die in Danzig und im Korridor laufend waren, sicher militärische Eventualbefehle irgendwelcher Art gegeben hat. Und ich kann mir denken, dass es sich nur um einen solchen handelt. Ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Well, supposing that you had known of the order, witness, would you still have said on the 5th of January that Germany was not seeking a fait accompli or a violent solution? If you had known of that order, would you still have said it? Wenn ich diesen Befehl gekannt hätte und ihn als das ansehe, wie ich ihn ansehen muss, nämlich eine generalstabsmäßige Eventualmöglichkeit, dann wäre ich noch genau der gleichen Auffassung. Denn ich glaube, es ist ja die Aufgabe der Generalstäbe, alle Probleme, die überhaupt möglich sind, grundsätzlich vorzubereiten. Das hat mit der Politik letzten Endes ja nichts zu tun. Nothing to do with politics, to have it cut and dried as to how to enable the Free State of Danzig to be occupied by German troops by surprise when you're telling the Poles that you won't have a fait accompli. That's your idea of how matters should be carried on, is it? If it is, I'll leave it. Nein, sondern ich muss dazu fügen, dass weiß ich, dass der Führer lange Zeit immer besorgt war, besonders im Laufe des Jahres 39, dass ein polnischer Handstreich auf Danzig vorkommen könnte. So dass es mir, ich bin kein Militär, aber an sich natürlich erscheint, dass man alle solche Probleme und Möglichkeiten irgendwie vorbereitet. Einzelheiten dieses Befehls kann ich natürlich nicht beurteilen. Now, when did you learn that Hitler was determined to attack Poland? Dass Hitler mit einem Eingreifen, militärischen Eingreifen in Polen rechnete, das habe ich nach meiner Erinnerung zum ersten Mal gehört in den Augusttagen des Jahres 1939. Dass er natürlich schon vorher gewisse militärische Maßnahmen oder Vorbereitungsmaßnahmen irgendwelcher Art getroffen hatte für Eventualfälle, das geht ja aus diesem Befehl bezüglich Danzig hervor. Über diese Befehle habe ich aber grundsätzlich nichts erfahren. Und ich entsinne mich jetzt auch nicht im Einzelnen, ob ich da mal irgendeine militärische Nachricht bekommen habe. In Erinnerung ist mir, dass ich davon so gut wie nichts weiß. Now, do you tell the tribunal that you didn't know in May that Hitler's real view was that Danzig is not the subject of the dispute at all, and his real object was the acquisition of Lebensraum in the East?
Nein, das habe ich in dem Sinne nicht gewusst. Der Führer hat zwar von Lebensraum manchmal gesprochen, das ist richtig, aber ich habe nicht gewusst, dass er die Absicht hatte, Polen anzugreifen. Well, now, just look at page 117, or it may be 118 of your document, book 117, you'll find the minutes of the conference on the 23rd of May 1939 at the new Reich Chancellery. And 117, sir. Yes, 117. 117. Maybe on the passage I want you to look at is on, maybe on 118. And it begins, Danzig is not the subject of the dispute at all. It is a question of expanding our living space in the East and of securing our food supplies, of the settlement of the Baltic problem. Food supplies can only be expected from thinly populated areas over and above the natural fertility. Thoroughgoing German exploitation will enormously increase the surplus. There is no other possibility for Europe. You telling the tribunal that Hitler never explained that view to you? Es ist vielleicht merkwürdig zu sagen, aber ich darf zunächst eins sagen, bei dieser Unterredung scheine ich nicht dabei gewesen zu sein. Das ist eine militärische Besprechung gewesen. Und der Führer hielt diese militärischen Besprechungen immer von den politischen getrennt. Der Führer hat in großen Zügen wohl ab und zu mal davon gesprochen, dass wir Lebensraum haben müssten. Aber von irgendeinem Absicht, Polen anzugreifen, habe ich zu dieser Zeit, das ist also im Mai 1939 gewesen, nichts gewusst. Und darüber hat er mir nichts gesagt. Er hat das, glaube ich, auch absichtlich, wie ich aus vielen anderen Fällen weiß, getrennt gehalten, weil er immer wünschte von seinen Diplomaten, dass sie mit voller Überzeugung für eine diplomatische Lösung eintreten und diese herbeistreben konnten. You mean to say that Hitler was deliberately keeping you in the dark as to his real aims, that Danzig was not the subject of the dispute and what he really wanted was Lebensraum? Is that your story? Ja, ich nehme an, dass er das sogar bewusst gemacht hat, denn er... Well, now, just look on about the very short paragraphs. It's about 10 of them further on, where he says this. There is therefore no question of sparing Poland, and we are left with to attack Poland at the first suitable opportunity. We cannot expect a repetition of the Czech affair. There will be war. Our task is to isolate Poland. Do you tell the tribunal that he never said that to his foreign minister? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. It's a perfectly simple one. Do you tell the tribunal that Hitler never mentioned what I've just read from his speech, that there was to be no question of sparing Poland, that you had to attack Poland at the first opportunity, and your task was to isolate Poland. Are you telling the tribunal that Hitler never mentioned that to his foreign minister, who would have the practical conduct of foreign policy? Nein, das hat er zu diesem Zeitpunkt nicht getan, sondern nach meiner Erinnerung erst sehr viel später, und zwar im Sommer 1939. Da hat er davon gesprochen, dass er entschlossen sei, das Problem, und zwar drückte er sich wörtlich aus, so oder so zu lösen. And do you say that you didn't know in May that Hitler wanted war? Dass ich? Do you say that you didn't know in May that Hitler wanted war? Nein, davon war ich gar nicht überzeugt. It's quite clear from this document that he did want war, isn't it? Dieses Dokument zweifellos beinhaltet eine Absicht, gegen Polen vorzugehen.
Aber ich weiß, dass Hitler sehr oft seinen Militärs gegenüber eine sehr starke Sprache sprach. Und zwar in der Form, als ob er die ganz bestimmte Absicht hätte, ein bestimmtes Land irgendetwas anzugreifen. Aber ob das nachher politisch er wirklich das gemacht hätte, das ist eine ganz andere Frage. Ich weiß, dass er mir wiederholt sagte, dass man mit den Militärs immer so sprechen müsse, als ob morgen da oder doch der Krieg ausbreche. Now, I want to ask you on another point. You said on Friday that you had never expressed the view that Great Britain would stay out of a war and would fail to honor her guarantee to Poland. Do you remember saying that? Ja. Is that true? Ja, ja. Well, now, I'd just like you to look at one or two other documents. Do you remember on the 29th of April 1939, receiving the Hungarian Prime Minister and the Foreign Minister at 3:30 in the afternoon? Nein, daran entsinne ich mich nicht, nein. No, well, I quite see that, but you may take it that we have the minute of your meeting signed by, I think, von Erdmannsdorf. Did you say this to the Hungarian Prime Minister and Foreign Minister? The Reich Foreign Minister added that it was his firm conviction that no matter what happened in Europe, no French or English soldier would attack Germany. Our relations with Poland were gloomy at the moment. Did you say that? Nein, das glaube ich, habe ich nie gesagt. Das halte ich für ausgeschlossen. Well, it's here's the have you got a copy? Darf ich vielleicht mal die Urkunde sehen? Oh, certainly, with pleasure. Lord, this will become GB 289. It's document D737. Ich kann natürlich nicht mehr im Einzelnen sagen, was ich damals sagte. Es wäre Folgendes möglich, das ist, dass man den Ungarn gegenüber damals, die wahrscheinlich besorgt waren wegen des polnischen Problems, dass man die beruhigen wollte, das ist natürlich durchaus denkbar. Aber dass ich so gesagt habe, das glaube ich kaum. Eins ist jedenfalls sicher, dass der Führer gewusst hat und dass ich dem Führer gesagt habe, dass England wegen Polen marschieren wird. Well, das kann ich. If you're a little doubtful, would you look at document D738, which will become GB 290, because apparently you saw these gentlemen again 2 days later. Just look at the last sentence of that. The Reich Foreign Minister pointed out again that Poland presents no military problem for us. In case of a military clash, the British would coldly leave the Poles in the lurch. That's quite straight speaking, isn't it?
the British would coldly leave the Poles in the lurch. Ich weiß nicht, auf welcher Seite das jetzt... Auf welcher Seite ist das? Oh, it's paragraph 7, and it's the report of the 1st of May, and it's the last sentence of my quotation. It's also taken by a gentleman called von Erdmannsdorf, and it appeared just above his signature. The words that I'm asking you about are, in case of a military clash, the British would coldly leave the Poles in the lurch. Auf Seite 8 ist das, oder wo? Auf welcher Seite darf ich fragen? I'm afraid it's my heading is paragraph 7. It begins, the Reich Foreign Minister then returned to our attitude towards the Polish question. And pointed out that the Polish attitude had aroused great bitterness. Das ist durchaus denkbar, dass ich sowas gesagt habe. Dass es, wenn es gesagt worden ist, dann ist es deshalb getan, um die Ungarn nicht irgendwo zu beunruhigen und irgendwie bei der Stange zu halten. Das ist diplomatisches Gespräch. Das ist ja klar. Das, don't you think there's any requirement for a truth in a political conversation? Bitte? Don't you think there's any requirement to tell the truth in a political conversation? Darum handelt es sich ja nicht, sondern es handelt sich hier darum, um eine Situation herbeizuführen, um diese Frage, auch die polnische, in einer diplomatischen Form zu lösen. Wenn nun heute ich den Ungarn sagen würde, und das trifft auch später für die Italiener zum Beispiel zu, dass England für Polen eingreifen würde und hier ein großer Krieg und so weiter daraus entstände, dann würde natürlich das eine diplomatische Situation ergeben, dass das Problem überhaupt nicht mehr zu lösen wäre. Also es ist kein Zweifel, dass ich damals in der ganzen Zeit eine sehr starke Sprache führen musste, wie der Führer das auch immer angewiesen hat, denn wenn sein eigener Außenminister etwa andere Möglichkeiten zum Durchbruch oder hätte durchblicken lassen, so wäre das natürlich sehr schwierig geworden. Und ich möchte sagen, hätte bedeutet, dass das unter Umständen dann unter allen Umständen zum Krieg geführt hätte. Wir wollten aber eine starke deutsche Position herbeiführen, um dieses Problem auf friedliche Weise zu lösen. Are you making that GB 290 or 289? 290, I think. Oh, yes, 738 is 290. Now, you remember the... Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass die Ungarn immer in einer gewissen Sorge mit der deutschen Politik waren und dass mir der Führer von Anfang an dort gesagt hat, ich möchte eine besonders klare und starke Sprache in diesen Dingen führen. Diese Sprache habe ich auch vor allem meinen eigenen Diplomaten gegenüber sehr oft verwandt, aus denselben Gründen. You want us to assume that you were telling lies to the Hungarians, but you were telling the truth to this tribunal. That's what it comes to shortly, isn't it? That's what you want us to understand. That you were telling lies to the Hungarians, but you're telling the truth to this tribunal. That's what you want us to understand, isn't it? Ich weiß nicht, ob man hier von Lügen sprechen darf, Herr Anklagevertreter. Es handelt sich hier um Diplomatie. Und wenn wir eine starke Situation herbeiführen wollten, dann konnten wir natürlich nicht herumgehen. Und wie hätte das ausgesehen, wenn der deutsche Außenminister eine Sprache geführt hätte, als ob hier nun bei dem geringsten deutschen Schritt die ganze Welt über Deutschland herfallen würde. Der Führer hat sehr oft eine solche starke Sprache gebraucht und sie auch von mir verlangt. Ich darf nochmal betonen, dass ich sie besonders auch zum Beispiel meinem eigenen Auswärtigen Amt gegenüber oft eine solche Sprache sprechen musste, damit hier eine klare Linie herrschte. Denn wenn der Führer zur Lösung eines Problems so oder so entschlossen war, das heißt also auch, wenn es sein musste zum Krieg,
dann lag ja die einzige Chance überhaupt darin, dass man eine ganz starke Haltung einnahm, denn tat man das nicht, dann hätte es ja unter allen Umständen Krieg gegeben. Well, now, I want to have in mind what Count Ciano says that you said to him on the, I think, 11th or 12th of August, just before your meeting at, I think it was at Salzburg, with you and Hitler. You remember that, according to Count Ciano's diary, he said that he asked you, what do you want, the corridor or Danzig? And that you looked at him and said, not anymore, we want war. You remember that? Ja, diese Äußerung ist absolut unwahr. Ich habe Graf Ciano damals gesagt, das liegt in derselben Linie, der Führer ist entschlossen, dieses polnische Problem so oder so zu lösen. Das war die Sprachregelung, die ich vom Führer bekommen hatte. Dass ich gesagt haben sollte, wir wollen Krieg, ist auch deshalb absurd, weil das für jeden Diplomaten klar ist, dass man so etwas überhaupt nicht sagt. Nicht mal dem allerbesten und treuesten und vertrautesten Bundesgenossen, aber bestimmt nicht Graf Ciano. But the I'd just like you to look at a report of a subsequent conversation that you had with Mussolini and Count Ciano, not very long after, on the 10th of March 1940, that's about 9 months later. And if you would look at document 2835 PS, which will become GB 291, and if you would turn to, I think it's page 18, line 18. I hope they've turned up the page for you. This is a Seite 18, meinen Sie. This is a conversation. I remind you again, a conversation between you and the Mussolini and Ciano on the 10th of March 1940. And it begins by saying, the Reich Foreign Minister recalled that he actually did state in Salzburg to Count Ciano that he did not believe that England and France would assist Poland without further ado, but that at all times the possibility of intervention by Western powers must still be reckoned with. He was glad now about the course of events because, first of all, it has always been clear that the differences would have to come sooner or later, and they were inevitable. And then you go on to say that it would be a good thing to finish the conflict in the lifetime of the Führer, the Duce. Ja, das war nach Kriegsausbruch. Nach dem Ausbruch des Krieges. Yes. Ja, ja. Yes, what I'm putting to you are these words. He was glad now about the course of events, because first of all, it had always been clear that differences would have to come sooner or later, and they were inevitable. And if you would look at where it says secondly... Ja, darf ich darauf antworten? Yes, may I put what I'm suggesting to you, that shows perfectly clearly that Count Ciano is right and that you were very glad that the war did come because you thought this was the appropriate time for it to happen. Ja, ich finde das nicht. Ich kann das nicht finden. Im Gegenteil. Hier wird doch gesagt, dass doch immer mit der Möglichkeit eines Eingreifens der Wächtmäste gerechnet hätte. Steht doch hier ausdrücklich da. No, but it's the second part that I'm putting to you. I've passed from that point about British intervention. I say he was glad now about the course of events. And if you would look down at the paragraph with secondly, so that you'll have it in mind, in the third line he says as soon as it... Secondly, at the moment when England introduced general conscription, it was clear that the relationship of the powers would not formulate itself in the long run, in favor of Germany and Italy. Darf ich bitten, wo das letztere steht? Ich habe just a few lines further down. Sorry. The word secondly is underlined. Do you see it? Nein, bei mir ist es nicht. Ah, so hier. Yeah. Secondly, at the moment when England introduced general conscription.
It's about 10 lines further on. Ja, was möchte der britische Herr Anklagevertreter damit beweisen? Ich verstehe das nicht ganz. I want you to look at the next sentence before you answer my question. This, along with the other things, was decisive for the Führer's decision to solve the Polish question even under the danger of intervention by the Western powers. The deciding fact was, however, that a great power could not take certain things lying down. What I'm saying... Ja, das scheint mir richtig. And that was your view at the time and the view that you declared afterwards as being your view, that you were determined that you would solve the Polish question, even if it meant war. Kanciana was perfectly right in saying that you wanted war. That's what I'm putting to you. Nein, das ist nicht richtig. Sondern ich habe Graf Ciano damals in Berchtesgaden gesagt, dass der Führer entschlossen ist, das Problem so oder so zu lösen. Diese Sprachregelung war deshalb schon notwendig, weil der Führer überzeugt war, dass was auch immer in Rom bekannt wird, sofort nach Paris, London und so weiter ginge. Er wünschte daher eine klare Sprache, damit Italien diplomatisch auf unserer Seite stände. Wenn der Führer gesagt hätte, der Führer wäre nicht so entschlossen, diese Frage zu lösen, dann wäre das zweifellos sofort weiterberichtet worden. Da der Führer aber entschlossen war, sie unter Umständen auch kriegerisch zu lösen, wenn sie anders nicht zu lösen war, hätte das ja bestimmt den Krieg bedeutet. Daher die ganz klare, starke diplomatische Haltung, die ich damals in Salzburg einnehmen musste. Ich weiß nun nicht, wieso dieses, was jetzt hier gesagt wird, dem irgendwie widerspricht. Right. Well, I want to pass on to the last week in August and take that again very shortly because there's a lot of ground to cover. You agreed in your evidence that on the 25th of August the Führer called off the attack which was designed for the morning of the 26th. You remember that? I just want you to have the dates in mind. Das Datum kenne ich genau. Yes. Ja. Yes. Now, you've heard, you were in court, I think, when Herr Dolores gave his evidence, were you not? Ja, ja, ich war hier. And let me remind you of the date that on the evening of the 24th, the defendant Göring asked Herr Dolores to go to London the next morning forward a pre-message of what the Führer was going to say to Sir Neville Henderson on the 25th. You remember that? That was his evidence. And on the 25th, at 1:30... Ich bin nämlich der Daten nicht genau, aber das wird wohl stimmen so. Ja. Der Daten sind nicht... Well, you may take it that I know these dates pretty well, and the tribunal will correct me if I'm wrong, but I'm giving you them as I have looked them up. That was the night of the 24th, and Herr Dolores left on the morning of the 25th, and then at 1:30 on the 25th, you said about noon, I'm not quarreling with you for a matter of minutes, midday on the 25th, the Führer saw Sir Neville Henderson, ja, das ist richtig, and gave him what is called the note verbal, that is asking in general terms. Nein, die ist erst abends gegeben worden. What? Die ist erst abends gegeben worden. Mittags hat er nur mit ihm gesprochen und ich habe ihm abends den Gesandten Schmidt gegen Abend geschickt und diese Verbalnote ihm überbringen lassen. Ich glaube, so ist es gewesen. Mit einem besonderen Botschaft, worin ich nochmals seiner Regierung bete, ans Herz zu legen, wie ernst der Führer diese Angebote oder diese Botschaft meinte. Das steht, glaube ich, in den Dokumenten des britischen Blaubuches. Whenever you gave him the actual note, Herr Hitler told him the general view in the oral conversation which he had with Sir Neville in the middle of the day. Now, ja, das ist richtig.
And the actual calling off of the attack on the morning of the 26th, as you've said, was not done until you had had the message from Signor Mussolini about 3 o'clock and the news that the Anglo-Polish formal agreement was going to be signed that evening about 4 o'clock. That's what you said. Now, the first point that I'm putting to you is this, that at the time that Herr de Leres was sent, and the time that this note, that the words were spoken by the Führer to Sir Neville Henderson, it was the German intention to attack on the morning of the 26th. And what I suggest is that both heard the message through Herr de Leres, the words which were spoken to Sir Neville Henderson, were simply designed in order to trouble the British government in the hope that it might have some effect on them withdrawing from their aid to Poland. Isn't that right? Möchten Sie, dass ich antworte darauf? Certainly, I'm asking you. Ich habe nicht verstanden. Es ist so, die Botschaft Daleros kenne ich nicht. Darüber kann ich nicht sprechen. Über das Zusammentreffen Hitlers mit Sir Neville Henderson kann ich sagen, dass am Vormittag ich die Briefe las, den Briefwechsel zwischen Mr. Chamberlain und Adolf Hitler, ich glaube vom 22. Dieser Briefwechsel endete in einer Art Deadlock. Ich habe dann mit dem Führer gesprochen, ob man nicht doch noch irgendeine Anstrengung mit England machen sollte, um zu irgendeiner Lösung zu kommen. Der Führer hat daraufhin gegen Mittag, glaube ich, 1 oder 2 Uhr muss es gewesen sein, in meiner Anwesenheit Sir Neville Henderson gesehen. Hat ihm gesagt, er möge ein Flugzeug nehmen und nach London fliegen, um möglichst schnell mit der britischen Regierung zu sprechen. Er habe die Absicht, nach Lösung des Polenproblems nochmal mit einem umfassenden Angebot an England heranzutreten und so weiter. Er skizzierte ungefähr, glaube ich, schon in der Verbalnote, in großen Umrissen, das Angebot. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es ist, Sir Neville Henderson ist dann nach London geflogen. Als der Führer dieses Gespräch führte, liefen militärische Maßnahmen. Dies erfuhr ich im Laufe des Tages, weil die Absage Mussolinis, ich glaube schon früher, nicht erst 3 Uhr, ich glaube schon im Laufe des Mittags oder Vormittags gekommen war. Ich erfuhr dann, es muss zwischen 4, 5 Uhr sowas nachmittags gewesen sein, von der englischen Ratifizierung des englisch-polnischen Vertrages, ging sofort zum Führer und schlug ihm vor, die angelaufenen militärischen Maßnahmen rückgängig zu machen. Dies tat er auch nach kurzer Überlegung. Das Angebot, es ist kein Zweifel, dass inzwischen gewisse militärische Maßnahmen liefen. Wie weit die gingen, das kann ich leider nicht sagen. Aber als der Führer England dieses Angebot schickte, diese Verbalnote, bin ich der Überzeugung und stand unter dem Eindruck, dass wenn England, sagen wir mal, irgendwie daraufhin prompt reagiert hätte, dass es zu einem kriegerischen Konflikt dann nicht gekommen wäre, sondern dass dann diese militärischen Maßnahmen, die, glaube ich, automatisch liefen, auch irgendwie noch später angehalten worden wären. Ich kann darüber allerdings im Einzelnen nichts sagen. Ich entsinne mich nur an eins, dass als ich die Verbalnote dann vom Führer bekam, das war meiner Ansicht nach gegen Nachmittag oder sogar gegen Abend, da waren entweder die Maßnahmen schon angehalten oder waren jedenfalls im Begriff angehalten zu werden. Genau zeitpunktmäßig kann ich das im Augenblick nicht mehr genau sagen. Da müsste ich die genauen Unterlagen haben, die mir leider hier nicht zur Verfügung stehen. Aber eins ist sicher, das Angebot des Führers war damals ein Angebot, was er England machte, um zu versuchen,
doch noch zu einer Lösung des polnischen Problems zu kommen. Ich habe ihm, als ich die Verbalnote sah, sogar gesagt, ja, aber wie wird es denn mit der polnischen Lösung? Und daraufhin entsinne ich mich noch, dass er sagte, wir wollen diese Note jetzt den Engländern schicken und wenn die Engländer darauf reagieren, dann werden wir immer noch sehen, dann ist Zeit. Jedenfalls wurde, glaube ich, diese militärischen Maßnahmen waren entweder vorher schon eingestellt worden, als die Verbalnote überreicht wurde, oder sind jedenfalls kurz nachher eingestellt worden. Well, now, you weren't present at the meeting of the Führer and his generals on the 22nd of August, but you must have heard many times the account of it read out since this trial started. You remember the Führer is reported, according to the minutes, to have said, I shall give a propagandistic cause for starting the war, never mind whether it be plausible or not. The victor shall not be asked later on whether we told the truth or not. In starting and making a war, not the right is what matters, but victory. That's what was said at Ober-Salzburg. Had Hitler ever said anything like that to you? Sie sagten der 27. On the 22nd. 27. No, 22nd. Ah, 22. Yeah, what I'm asking you is, had Hitler ever said anything similar to that to you? Nein. Ja. Bei der Unterredung am 22. war ich nicht zugegen. Da war ich, glaube ich, unterwegs nach Moskau. Oh, no. I said you weren't present. That's why I put it in that way. Had he ever said anything similar to you? You say no. Well, now, I want you to come to the 29th. Ja, the 29th. Darf ich noch etwas dazu sagen? Der Führer... No, I don't think... If you say that he hadn't said it to you, I'm not going to pursue it, because we mustn't waste too much time on each of these details. I want you to come to the 29th of August, when you saw Sir Neville Henderson, and while accepting with some reservation the idea of direct negotiation with Poland, you said that it must be a condition of that negotiation that the Poles should send a plenipotentiary by the next day, by the 30th. You remember that? Ja, das war so, dass der Führer... I really don't want to stop you, but I do want to keep it quiet, ja, keep it short on this dann point. Muss ich sagen nein, weil es so nicht stimmt. Darf ich dann die Erklärung weitergeben? Because this is only preliminary. I thought that it was common ground that you saw Sir Neville on the 29th, that you put a number of terms, that one of the terms was that a Polish plenipotentiary should be present by the 30th. If you don't agree with that, please tell me if I'm wrong, because it's my recollection of all the documents. Jawohl, das ist richtig. That is right. Yes. Ja, das ist richtig. Now, on the 30th, you've told us that your reason for not giving a copy of the terms to Sir Neville was first because Hitler had ordered you not to give a copy, and I think your reason given at the time was that the Polish plenipotentiary had not arrived, and therefore it was no good giving a copy of the terms. That's right, isn't it? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Now, these terms that were given, that were read out by you, were not ready on the 29th, because in your communication demanding a plenipotentiary, you said that if he came on the 30th, you would have the terms ready by that time. So may I take it that these terms were drawn up by Hitler with the help of the Foreign Office between the 29th and the 30th? Er hat sie persönlich diktiert. Ich glaube, es waren 16 Punkte, wenn ich mich recht entsinne. Yes. Now, did you really expect, after the treatment of von Schuschnigg, of Tiso, of Harsha, that the Poles would be willing
to send a fly into the spider's parlor? Wir hatten ganz bestimmt damit gerechnet und darauf gehofft. And ich glaube auch, dass ein Wink der britischen Regierung genügt hätte, um diesen Abgesandten nach Berlin zu bringen. And the, what you hoped was to put the Poles in this dilemma, that either these terms would stand as a, use Hitler's phrase, a propagandistic cause for the war, or else you would be able, by putting pressure on the Polish plenipotentiary, to do exactly what you'd done before with Schuschnigg and Tiso and Hascha and get a surrender from the Poles. Wasn't that what was in your mind? Nein, die Situation war anders. Ich muss sagen, dass am 29. der Führer dem englischen Botschafter sagte, er würde diese Bedingungen bzw. diese Vertragsvereinbarung aufsetzen und würde sie der bis zum Eintreffen eines polnischen Unterhändlers auch der britischen Regierung zur Verfügung stellen. Oder er hoffe, dass dies möglich sei. So war, glaube ich, sein Ausdruck. Sir Neville Henderson nahm das entgegen. Und ich muss noch mal erwähnen, dass der Führer, nachdem diese britische Antwort am 28. gekommen war, wiederum trotz der unerhört gespannten Lage zwischen Deutschland und Polen auf diesen Verhandlungsmodus eingegangen war. Das Entscheidende ist also Folgendes in diesen kritischen Tagen des 30. und 31. Der Führer hatte diese Bedingungen ausgearbeitet. England wusste, dass die Möglichkeit bestand, zu einer Lösung zu kommen. Im Laufe des gesamten 30. August haben wir von England nichts gehört, jedenfalls nichts Definitives, sondern erst, glaube ich, um 12 Uhr nachts meldete sich dann der britische Botschafter zu dieser Unterredung. Inzwischen, muss ich sagen, war um 7 Uhr abends die Nachricht von der polnischen Generalmobilmachung gekommen, die den Führer außerordentlich erregt hatte. Die Situation war dadurch außerordentlich weiter verschärft worden. Ich entsinne mich genau der Situation in der Reichskanzlei, in der damals fast stündlich Nachrichten einliefen über Zwischenfälle, über Flüchtlingsströme und so weiter. Es war also eine unerhört mit Elektrizität gespannte Situation. Der Führer wartete nun den ganzen 30. Es kam keine definitive Nachricht. Am 30. Mitternacht hat dann diese Unterredung stattgefunden. Es ist hier bereits von mir und auch von einem Zeugen, dem Dolmetscher Schmidt, gesagt worden, wie diese Unterredung sich abgespielt hat. Ich habe gehofft, ich habe damals mehr getan, als ich tun durfte, und Sir Neville Henderson den gesamten Inhalt verlesen. Ich hatte die Hoffnung, dass England sich vielleicht dann doch noch irgendwie rühren würde. Es war Sir Neville Henderson vom Führer ausdrücklich gesagt worden, dass ein polnischer Unterhändler völlig gleichberechtigt behandelt werden würde. Es gab daher die Möglichkeit, entweder dass irgendwo am dritten Ort man sich traf, oder dass einer nach Berlin kam, oder dass der polnische Botschafter Lipski beauftragt wurde. Das waren die Möglichkeiten. Ja, ich möchte noch weitergehen. Es war eigentlich nur notwendig, im Laufe des 30. oder auch noch des 31. bis spät nachts oder bis morgens, bis zum Augenblick des Vormarsches, dass zumindest der polnische Botschafter Lipski wenigstens die Berechtigung erhielt, überhaupt einmal den deutschen Vorschlag entgegenzunehmen. Wäre dies erfolgt, wären die diplomatischen Verhandlungen auf alle Fälle im Gang gewesen und damit die Krise zunächst jedenfalls beseitigt gewesen. Ich glaube auch, und habe das zum Ausdruck schon gebracht, dass gar nichts dagegen einzuwenden gewesen wäre, ich glaube, der Führer hätte das begrüßt, wenn der britische Botschafter
sich dabei mit eingeschaltet hätte und die Verhandlungen, Verhandlungsgrundlagen, das habe ich ja auch schon hier ausgeführt, waren von Sir Neville Henderson persönlich als vernünftig bezeichnet worden. Also ein Wink der britischen Regierung im Laufe des 30. oder 31. und die Verhandlungen auf Basis dieser vernünftigen, von England selbst als vernünftig bezeichneten Vorschläge des Führers wäre im Gang gewesen. Es wäre nicht zu irgendeiner Situation gekommen, die etwa für die Polen besonders bedrückend gewesen wären, sondern ich glaube, dass auf der Basis dieser vernünftigen Vorschläge, die sich durchaus an die Völkerbundssatzungen hielten und die die Abstimmung in diesen Korridorgebieten vorsah, dass dies eine Lösung gewesen wäre, die für Polen durchaus akzeptabel gewesen wäre. Hello, recording. Hello, recording. Take 10. This thing hangs up half the time. I can't even talk anymore. Take 10, Joe. Defendant, the tribunal desires me to say that they think that your answers and your explanations are too long, too argumentative, and too repetitive, and they are upon matters which have been gone over and over and over again before the tribunal, and they would therefore ask you to try and keep your answers as short as possible. Did I understand you correctly, witness, on Friday, that you didn't know about the connection between Quisling and the defendant Rosenberg in the spring and summer of 1939? That is well before the war, in the spring and summer, before June of 1939. Ja, es ist so richtig, dass ich wusste, dass Rosenberg Freunde in Norwegen hatte und dass der Name Quisling wohl dabei auch mal gefallen ist. Für mich war dieser Name damals kein Begriff. Ich habe auf Wunsch des Führers Herrn Rosenberg damals bestimmte Gelder für seine Freunde im Norwegen zur Verfügung gestellt, für Zeitungen, Propaganda und ähnliche Zwecke. You didn't know, as I understand your evidence, that some of Quisling's men had been in a training school in Germany in August of 1939, before the war. Ich entsinne mich dessen nicht. Ich habe es hier durch ein Dokument wieder gehört, aber ich entsinne mich nicht, damals davon etwas gewusst zu haben. Jedenfalls, wenn ich irgendetwas davon wusste, dann habe ich nicht recht, wusste ich nicht, worum es sich eigentlich handelt im Einzelnen. Did you know that the Germans living in Norway had been used to enlarge and extend the staff of the various German official agencies, the legation and consulates, soon after the beginning of the war? Nein, das ist mir im Augenblick überhaupt nicht gewärtig. Das habe ich wohl nie richtig erfahren, wenn das der Fall gewesen ist. It's a quotation from the yearbook of the NSDAP, but all I want to know at the moment was whether you knew about it or not. If you say you didn't, nein, davon weiß ich nichts, nein, kann ich leider nicht sagen. Did you know at the time, in December 1939, that Quisling had two interviews with Hitler on the 16th and 18th December?
Nein, das wusste ich auch nicht. So that... Welches Datum darf ich noch mal bitten? 16th and 18th December 1939. Through the defendant, that the defendant Rader brought Quisling to the field. Nein, von diesen Besprechungen habe ich nach meiner Erinnerung nichts gewusst. So that practically the first matter that you knew about in regard to Norway was, I suppose, when you got the letter from Rader dated the 3rd of April. Nein, ich glaube, das ist wohl ein Brief von Keitel gewesen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. I beg your pardon. Aber Keitel, the mistake was mine, I'm sorry. Ja. You remember the letter from Keitel? Ja. That where he says, ja, the military occupation of Denmark and Norway has been by command of the Führer long in preparation by the High Command of the Wehrmacht. The High Command of the Wehrmacht has therefore had ample time to occupy itself with all the questions connected with the carrying out of this operation. So really, witness, I perhaps be able to shorten the matter. It's not, you're not really a very good person to ask about the earlier preparations with regard to Norway, because you weren't in on these earlier discussions with Quisling and with Rader and Hitler. Is that right? If so, I'll leave the subject. Nein, ich war daran nicht beteiligt. Ich möchte nur kurz eins klarstellen, dass auch diesen Brief ich, wieso weiß ich nicht, etwas erst einige Tage später empfangen habe. Die erste Nachricht von der Absicht, den in Norwegen zu besetzen, wegen der bevorstehenden englischen Landung, erhielt ich durch den Führer ungefähr 36 Stunden vorher. Dieser Brief muss also irgendwie länger gelaufen sein, als er hätte laufen dürfen. Ich habe ihn erst nachher gesehen. I see. Well, then I shan't occupy time on that, because there's a good deal to cover. And I'll take you straight on to the question of the Low Countries. You've heard me read, and probably other people read more than once, the statement of Hitler's on the 22nd of August 1939, another possibility is the violation of Dutch, Belgian, and Swiss neutrality. I have no doubt that all these states, as well as Scandinavia, will defend their neutrality by all available means. England and France will not violate the neutrality of these countries. That is what Hitler said on the 22nd of August. You weren't there, and I ask you again, did he tell you, did he give this, express the same opinion to you? Nein, das hat nicht getan. I see. But did you know that from a very early date, on the 7th of October 1939, that Army Group, order was given that Army Group B has to make all preparations according to special orders for immediate invasion of Dutch and Belgian territory if the political situation so demands. Did you know of that order on the 7th of October? Nein, ich glaube, ich habe den hier gesehen. Ich kannte ihn vorher nicht. And did you know that on the 9th of October, Hitler issued a directive? A long waiting period results not only in the ending to the advantage of the Western powers of Belgian and perhaps also of Dutch neutrality, but also strengthens the military power of our enemies to an increasing degree, causes confidence of the neutrals in German final victory to wane. Preparations should be made for offensive action on the northern flank of the Western Front, crossing the area of Luxembourg, Belgium, and Holland. This attack must be carried out as soon and as forcibly as possible. Did you know that Hitler had issued that directive on the 9th of October? Nein, das wusste ich nicht.
So that as far as you were concerned, you tell the tribunal that Hitler gave his assurance, the many assurances, in August and October, without telling his foreign minister that on the 7th and 9th of October, he had given the directive for the attack on the Low Countries. You say that he didn't tell you that as to his order or his directive for the attack on the Low Countries. You sure of that? Ich bin ziemlich sicher, sonst würde ich mich dessen entsinnen. Solche Gedanken, ob man im Westen offensiv vorgehen würde, nach dem Polenkrieg so gelegentlich gesprächsweise erörtert wurden, aber von irgendwelchen Befehlen habe ich nichts gehört. I see. Well, if you say that's the state of your knowledge, we'll pass on to something about which you did know a bit more. You remember the meeting of Hitler and yourself with Ciano at Ober-Salzburg on the 12th of August, 1939? Ja, ich habe das Dokument hier gesehen, die Niederschrift darüber. Well then, I want you to look at that document, and it's page 181. I want you to follow while I read one passage, which should be about 182. It's on my second page, and it's a paragraph which begins, "As Poland makes it clear by her whole attitude that in case of conflict..." Ich habe es noch nicht gefunden. You haven't found it? Is it not, well, would you look for that, "As Poland makes it clear by her whole attitude"? Auf Seite 2? It should be on page 2. It's on my page 2. It may be a little further on in yours. Ist es der Anfang eines Absatzes? Yes, "As Poland makes it clear..." It's two paragraphs on from a single line that says, "At this point, Count Ciano showed signs of extreme..." Ja, das habe ich, ja. You found? Ja, ja, das habe ich. Well, now, would you look at the next sentence? "Generally speaking..." It's the next sentence, but one. "Generally speaking, it would be best to liquidate the pseudo-neutrals one after the other. This is fairly easily done if one Axis partner protects the rear of the other, who is just finishing off one of the uncertain neutrals, and vice versa. Italy may consider Yugoslavia such an uncertain neutral. At the visit of Prince Regent Paul, he, Hitler, suggested, particularly in consideration of Italy, that Prince Paul clarify his political attitude towards the Axis by a gesture. He had thought of a closer connection with the Axis and Yugoslavia's leaving the League of Nations. Prince Paul agreed to the latter. Recently, the Prince Regent was in London and sought reinsurance from the Western powers. The same thing was repeated that happened in the case of Gafencu, who was also very reasonable during his visit to Germany and who denied any interest in the aims of the Western democracies." Now, that was Hitler's formulation of his policy, and may I take it that that was the policy which you were assisting to carry out, to liquidate the pseudo-neutrals one after the other, and include among these pseudo-neutrals Yugoslavia? Nein, so kann man das nicht verstehen. Sondern ich muss dazu Folgendes bemerken. Die Situation war damals die, dass Adolf Hitler unter allen Umständen Italien bei der Stange halten wollte. Italien war immer ein sehr unsicherer Kantonist. Daher hat er hier damals in einer Form gesprochen, um sozusagen Italien zu sagen, dass es, falls es mit Jugoslawien in irgendwelche Schwierigkeiten käme, er bei ihm beistehen würde.
Es ist dies nur aus der Situation zu verstehen. Und die war so, dass Deutschland mit der Hilfe Italiens bereits einige seiner Revisionen in Europa bis auf tatsächlich Danzig und den Korridor friedlich durchgesetzt habe, wobei Mussolini Adolf Hitler zur Seite stand. Und ich entsinne mich der Situation. Well, I think you've given us quite a long explanation, and it isn't an explanation of the words that I've put to you, which are the important thing. It would be best to liquidate uncertain neutrals one after the other. Do you say, are you denying ja, that was your policy, to liquidate uncertain neutrals? Nein, das ist es nicht gewesen, sondern das kann man nicht so wörtlich nehmen, sondern in diplomatischen Gesprächen, und ich nehme an, dass das bei anderen Staaten nicht anders ist, da werden viele Dinge manchmal gesagt und besprochen. Well, now, I want you just to pause there. Pause hier handelt es sich um Jugoslawien. Pause there for the moment. This had always been Mussolini's view, hadn't it, that the Balkans should be attacked at the earliest possible opportunity? Das weiß ich nicht. Mussolini sagt sich. Well, would you look at document 2818 PS? Lord, this will be GB 292. You remember, this is the secret additional protocol to the Friendship and Alliance Pact between Germany and Italy, made on the 22nd of May 1939. And appended to it, there are some comments by Mussolini on the 30th of May 1939. Do you see? Well, I just wanted you to look at two passages. Do you see where the comments by Mussolini begin? Under the pact, itself. Do you see the comments by Mussolini? Well, now, number one says, the war between the plutocratic and therefore selfishly conservative nations and the densely populated and poor nations is inevitable. One must prepare in the light of this situation. Now, if you would turn to paragraph 7. See, Mussolini is hoping that the war will be postponed, but he's saying what should happen if the war comes. He says that the war which the great democracies are preparing is a war of exhaustion. One must therefore start with the worst assumption, which contains 100% probability. The Axis will get nothing more from the rest of the world. This assumption is hard, but the strategic positions reached by the Axis diminish the vicissitude and the danger of a war of exhaustion considerably. For this purpose, one must take the whole Danube and Balkan area immediately after the first hours of the war. One cannot be satisfied with declarations of neutrality, but must occupy the territories and use them for the procurement of necessary food and industrial war supplies. You see that? Well, don't you agree with me that it was Mussolini's view that the Balkans should be attacked at the earliest possible moment? Das sind Expektorationen von Herrn Mussolini, die ich hier zum ersten Mal sehe. Ich kannte sie nicht. I see. Well, now, I want you to come to remarks of Hitler's, which you've seen considerably more than once. You remember after the Simovich coup d'etat on the 26th of March that there was a meeting of a conference with Hitler where he announced his policy. The Führer is determined, without waiting for possible loyalty declarations of the new government, to make all preparations in order to destroy Yugoslavia militarily and as a national unit. No diplomatic inquiries will be made, nor ultimatums presented. Assurances of the Yugoslav government, which cannot be trusted anyhow in the future, will be taken note of.
The attack will start as soon as the means and troops available for it are ready. You remember Hitler saying that on the 27th of March? It's not in this paper. It's not in the Mussolini document. No, no, I told you that I was moving you. Ich habe das nicht vor mir. Darf ich vielleicht das Dokument no. sehen? Don't you remember it? Don't you remember it? Don't you remember it? It's been read many times in this court. Hitler's statement? Ja, ich entsinne, ja. Der einzelnen Worte nicht, aber ich des Inhalts ungefähr ja. You remember that? That was the sense of it, as I've put it. I've read his words. Now, was that was the policy nicht, which... Sie damit sagen wollen. What? Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen, der Sinn desselben. Well, I'll put it to you now. What I'm driving at is this, that it was your policy to attack Yugoslavia without asking them for assurances, without any diplomatic action of any kind. You decided to attack Yugoslavia and to bomb Belgrade. Isn't that right? Nein, das lag völlig anders, und ich bitte dazu, die wirklichen Sachverhalt darlegen zu dürfen. I want your explanation of these points, which I've specifically read and mentioned to you. No diplomatic inquiries will be made. Why did you decide to, or why did Hitler decide, and you help, in attacking Yugoslavia without making any diplomatic inquiries, without giving the new government any chance to give you assurances? Why did you do it? Weil die neue Regierung gebildet worden ist, vor allem durch England. Wie mir im Laufe der Vorverhandlungen einer der englischen vernehmenden Herren selbst zugegeben hat. Es war daher vollkommen klar für den Führer damals, als der Simovic-Putsch durchgeführt worden war, dass hinter der Regierung Simovic die damaligen Feinde Deutschlands standen und dass diese Armee mobilisierte, die Nachrichten waren da, um der italienischen Armee in den Rücken zu fallen. Es ist nicht meine Politik gewesen, sondern zu dieser Besprechung, von der Sie eben sprechen, bin ich, glaube ich, im Laufe der Besprechung erst später zugezogen worden, und Hitler hat damals apodiktisch sehr präzis seine Auffassung kundgegeben, ohne dass es von irgendeiner Seite zu einem Widerspruch kam. Ich bitte darüber, die Herren Militärs als Zeugen zu vernehmen. Die waren dabei anwesend. Ich habe damals einen ernsten Auftritt mit dem Führer gehabt. Did you think it right? Did you think it right to attack this country without any diplomatic measures being taken at all? Use Hitler's words with unmerciful harshness, military destruction, and to destroy the capital of Belgrade in attacks by waves of bombers. Did you think that was right? I'm asking you a simple question. Did you think it was right? Ich kann diese Frage, wenn Sie wünschen, weder mit Ja noch Nein beantworten, ohne eine Erklärung dazu abzugeben. Then you needn't answer it. If you can't answer that question, yes or no, you needn't answer it at all. And you come on to the next point, which is the question of Russia. Now, as far as I could understand your statement, you said that Hitler had decided to attack the Soviet Union after Monsieur Molotov's visit to Berlin on the 12th of November of 1940. Das habe ich nicht gesagt, denn das wusste ich nicht. Well, as I understood, one of the reasons which you were giving as a justification for the attack on the Soviet Union was what was said by Monsieur Molotov during his visit of November 1940. Isn't that what you said? Das war einer der Gründe, die den Führer besorgt machten. Von einem Angriff wusste ich damals nichts.
You know that the defendant Jodl says that even during the Western campaign, that is May and June 1940, that Hitler had told him that he had made a fundamental decision to take steps against this danger, that's Soviet Union, the moment our military position made it at all possible. Did you know that? Das habe ich erst hier in Nürnberg jetzt gehört. It was in, it's L-172, US 34, Jodl's lecture. And did you know that on the 14th of August, 1940, General Thomar was informed during a conference with Goering that the Führer desired punctual delivery to the Russians only until the spring of 1941. Later on, we would have no further interest in completely satisfying the Russian demands. Did you know that? Nein, das wusste ich nicht. And did you know that in November of 1940, General Thomar and Secretary of State Kerner, Neumann, Becker, and General von Hanneken were informed by Goering of the action planned in the East. Did you know that? Nein, das wusste ich auch nicht. You know now, don't you, that a long time before any of the matters raised in Monsieur Molotov's visit came up for discussion, that Hitler had determined to attack the Soviet Union. Nein, das wusste ich keineswegs. Ich wusste, dass Hitler Bedenken hatte, aber von einem Angriff wusste ich nichts. Ich habe auch von militärischen Vorbereitungen nichts erfahren, weil die ja grundsätzlich getrennt behandelt wurden. Do you again say that even in December, that on the 18th of December, when Hitler issued the directive number 21 on Barbarossa, that he told you nothing about it? Jawohl, denn gerade im Dezember habe ich nochmals, wie ich mich zufällig genau entsinne, mit dem Führer eine lange Aussprache gehabt, um sein Einverständnis dafür zu gewinnen, die Sowjetunion als Partner zu dem Dreierpakt zu bekommen und aus diesem Pakt einen Viermächtepakt zu machen. Adolf Hitler war damals nicht hundertprozentig von den Gedanken mehr eingenommen, das merkte ich, aber er sagte mir, wir haben ja schon dies und das zusammen durchgeführt, vielleicht schaffen wir auch das noch. Das waren seine Worte. Das war im Dezember, das entsinne ich mich zufällig genau. You understand what you're darüber saying. Darüber liegt auch ein Affidavit, glaube ich, eines Zeugen vor, was die Verteidigung vorbringen wird. You understand what you're saying, that after, this is after the defendant Goering had announced it to General Thomar and these undersecretaries, after the directive had actually gone out for Barbarossa, that Hitler let you suggest that you should try and get Russia to join the Soviet to join the three-power pact without ever telling you that he had his orders out for the attack in the Soviet Union. Do you really expect anyone to believe that? Ja, ich habe die Frage nicht genau verstanden. Question was, do you really expect anyone to believe that after it had been announced time and again that the Reich was going to attack the Soviet Union, and after the actual directive had gone out for the attack, that Hitler let you tell him that you were thinking of getting, of asking them to join the three-power pact? Is that your evidence? Jawohl. Es ist genau so gewesen. Ich habe das im Dezember von ihm nochmal vorgeschlagen und habe seine Approbation für weitere Verhandlungen bekommen. Von einem Angriffsbefehl gegen Russland wusste ich nichts im Dezember. And
It was quite clear that as far as your department was concerned, you were getting the most favorable reports about Russia, about the Soviet Union, and about the unlikeliness of the Soviet Union making any incursion into political affairs and inimical to Germany. Isn't that right? As far as your reports from your own ambassador and your own people in Russia were concerned. Berichte dieser Art kamen aus Moskau, von der Botschaft. Ich habe sie wiederholt, das heißt, wie überhaupt laufend, diplomatische Berichte dem Führer vorgelegt, aber der Führer äußerte sich, dass Diplomaten und Militärattachés in Moskau die schlecht informiertesten Menschen in der Welt seien. Das war seine Antwort. But that was your view, your honest view, based on your own information, that there was no danger from Russia and that Russia was keeping honestly to the agreement that she had made with you. That was your honest view, wasn't it? Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern ich sagte, das waren die Diplomatenberichte, die wir aus Moskau bekamen. Well, didn't you believe them? Didn't you believe your own staff yourself? Ich war auch sehr skeptisch, ob diese Berichte zutreffen. Denn es lagen beim Führer, wo die ganzen Nachrichtendienste zusammenkamen, lagen Nachrichten natürlich ganz anderer Art vor. Und über die politische Haltung natürlich wies auch in eine andere Richtung. And at any rate, in the spring of 1931, your office joined in the preparations for the attack on the Soviet Union, didn't they? Remember, you... Ich weiß es nicht genau, wann, aber im Frühjahr spitzten sich die Dinge zu und da sind wohl Besprechungen von irgendwelchen Instanzen gewesen, die sich um die Möglichkeit eines Konfliktes mit der Sowjetunion drehten. Im Einzelnen weiß ich das allerdings nicht mehr heute genau. I see. Well, I don't want to occupy too much time over it, but it is right, isn't it, that in the spring of, in April of 1941, you were cooperating with Rosenberg's office in preparing for the taking over of eastern territories, and you were also issuing a on the 18th of May, you issued a memorandum with regard to the preparation of the naval campaign. Was die Vorbereitung mit Rosenberg anbetrifft, so ist das ein Irrtum. Nach meiner Erinnerung habe ich über dieses Thema mit Rosenberg überhaupt erst nach Kriegsausbruch gesprochen. Was dieses Marinememorandum anbetrifft, so habe ich dieses Dokument hier gesehen. Ich kannte es vorher nicht. Ich glaube, es ist ein Eventualgutachten über völkerrechtliche Dinge, die im Falle eines Krieges in der Ostsee in Frage kommen könnten. Ein solches Gutachten ist zweifellos abgegeben worden dann. Well, it says that you had the Foreign Office has prepared for use in Barbarossa the attached draft of a declaration of operational zones. Don't you remember anything about that? Nein, das ist auch, glaube ich, damals gar nicht zu mir gekommen. Das ist wahrscheinlich von anderen Instanzen erledigt worden. Selbstverständlich trage ich für alles, was in meinem Ministerium vorkommt, die Verantwortung. And wasn't Ambassador Ritter the liaison officer between your office and the Wehrmacht? Jawohl, das ist richtig. Now, again, I want you to help me about one or two other matters. You've told us that you negotiated
the Anti-Comintern Pact right back in 1936. And, of course, at that time, the Anti-Comintern Pact, I think you said so yourself, was directed against the Soviet Union. That is so, wasn't it? Ja, es war ein mehr weltanschaulicher Pakt, der natürlich auch ein gewisses Politikum in sich barg. Das ist richtig. And that was extended and by the Tripartite Pact of the 27th of September 1940. That was an extension of the first pact, wasn't it? Es hatte mit dem ersten Pakt an sich nichts zu tun, denn dies war ein rein politisch, militärisch und wirtschaftlicher Bündnis. I see. Well, now, the... also, I think I take this quite shortly, that you were urging Japan to enter the war as quite early in March of 1941, weren't you? Das dürfte stimmen, damals zu einem Angriff gegen England. Yes. Yes, I'm taking it shortly because you've given your explanation. You say you were at war with England and therefore you were entitled to seek an ally in the Japanese. That's your point, isn't it? Ja, ich glaube, dass ich damit nichts anderes getan habe, als alle Diplomaten tun und wie zum Beispiel doch Großbritannien in Amerika versucht hat und später in Russland. Well, I'm not going to put any points to you on that actual fact, but it did occur to you quite early, didn't it, that if Japan came into the war, then it was a possibility that the United States might be brought in very shortly after. And you agreed in April 1941 that if the incoming in of Japan produced the fact that Japan would be involved with the United States, you would be prepared to fight the United States too. That's right, isn't it? Nein, das stimmt so nicht, sondern ich glaube, alles getan zu haben bis zu dem Tage von Pearl Harbor, um Amerika, alles zu tun, um Amerika aus dem Kriege herauszuhalten. Ich glaube auch, dass das durch viele Dokumente, die ich hier zum Teil zum ersten Mal gesehen habe, bewiesen werden kann. Well now, just if you said that, I'd like you to look at the document in 352 of your book. It's page 204 of the English document book. Ja, ich kenne dieses Dokument. Ich habe das hier schon gelesen. Yes, well, according to... that was a week before Pearl Harbor on the 29th of November. And according to the Japanese ambassador, you are saying to him... it was... if you look at paragraph one, Ribbentrop... it is essential that Japan affect the new order in East Asia without losing this opportunity. There has never been, and probably never will be, a time when closer cooperation under the Tripartite Pact is so important. If Japan hesitates at this time, and Germany goes ahead and establishes a European new order, all the military might of Britain and the United States will be concentrated against Japan. As Führer Hitler said today, there are fundamental differences
in the very right to exist between Germany and Japan and the United States. We have received advice to the effect that there is practically no hope of the Japanese-United States negotiations being concluded successfully because of the fact that the United States is putting up a stiff front. If this is indeed the fact of the case, and if Japan reaches a decision to fight Britain in the United States, I am confident that that will not only be to the interest of Germany and Japan jointly, but would bring about favorable results for Japan and herself. Do you still say, in view of that document and that statement that you made to the Japanese ambassador, that you were trying to prevent war with the United States? I suggest to you, you're doing everything to encourage Japan to go to war with the United States. Und ich muss Ihnen da widersprechen, Herr Anklagevertreter, das stimmt nicht. Ich kenne dieses Dokument nicht, ich weiß nicht, woher es stammt. Jedenfalls habe ich unter keinen Umständen das so gesagt. Und ich bedauere, dass die gesamten anderen Urkunden, die beweisen, die auch hier vorliegen, wie ich immer wieder bestrebt war, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten, in allen Besprechungen mit dem japanischen Botschafter bisher hier nicht verlesen worden sind. Dieses Dokument habe ich hier gesehen. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie das überhaupt hier hereingekommen sein kann, dieser Passus. Denn alle anderen Dokumente, und zwar, glaube ich, ein Dutzend oder ein halbes Dutzend, die hier vorliegen, beweisen kristallklar immer wieder meinen Wunsch, Amerika aus dem Kriege herauszuhalten. Ich kann auch nachweisen, dass ich jahrelang mich bemüht habe, auf allen Gebieten, trotz der sehr harten und ernsten und provokatorischen Verhaltung der USA dies zu tun. Dies hier kann ich mir nur so erklären, dass der japanische Botschafter, der wollte damals sehr gern, dass sein Land irgendetwas tat. Und ich weiß, dass er von sich aus unendlich viele Telegramme nach Tokio geschickt hat, um in irgendeiner Form Japan in den Krieg, vor allen Dingen gegen Singapur und so weiter, zu bekommen. Ich kann nur annehmen, dass dies eine, möchte sagen, extensive oder nicht richtige Auslegung eines Gespräches ist. Ich bitte der Verteidigung, die Möglichkeit zu geben, sämtliche anderen Urkunden bis zu diesem Tage, die genau das Gegenteil von dem beweisen, was in diesem einen Satze steht, vorlegen zu lassen zu dürfen. Well, this is the official report to his government of the Japanese ambassador. You say that he is wrong when he says that you told him, and he gives your exact words, that you were confident that it would not only be to the interest of Germany and Japan jointly, but would bring about favorable results for Japan if Japan attacked the United States. Well, just look on to the next document if you deny that one. On page 356, this is another report of the Japanese ambassador, and he says that the day after Pearl Harbor, at 1 o'clock, I called on Foreign Minister Ribbentrop and told him our wish was to have Germany and Italy issue formal declarations of war on America at once. Ribbentrop replied that Hitler was then in the midst of a conference at General Headquarters, discussing how the formalities of declaring war could be carried out so as to make a good impression on the German people, and that he would transmit your wish to him at once and do whatever he was able to have it carried out properly. Now look at the last three words. At that time, Ribbentrop told me that on the morning of the 8th, Hitler issued orders to the entire German Navy to attack American ships whenever and wherever they might meet them. That was 3 days before the declaration of war. Do you say that that report of the Japanese ambassador is also wrong? Ich glaube, das ist ein Irrtum. What's wrong about it? Ich glaube, das ist ein Irrtum. Das war doch nach Pearl Harbor, nicht wahr? Nach dem Angriff auf Pearl Harbor.
Exactly. It's the day after Pearl Harbor. Tag nach Pearl Harbor. Das ist ein Befehl Adolf Hitlers, um amerikanische Schiffe anzugreifen, die bekanntlich ja unsere Schiffe bereits seit Monaten angegriffen haben. Das liegt ja auf einem ganz anderen Brett. You mean when you say attacking German ships defending themselves against German submarines? When you say attacking German ships, do you mean defending themselves against German submarines? Nein, soviel ich weiß, haben wir bereits Monate vorher, ich kann Ihnen jetzt das Datum nicht genau sagen, jedenfalls eine ganze Zeit vor Pearl Harbor, haben wir ja einen offiziellen Protest an die USA damals herausgegeben, indem wir darauf hinwiesen, in den Fallen der beiden Schiffe Greer und Kearney, dass diese beiden Schiffe deutsche U-Boote verfolgt und Wasserbomben auf sie geworfen hätten. Ich glaube, das hat der amerikanische damalige Marineminister Knox auch in einer Pressekonferenz ganz offiziell und öffentlich zugegeben. Sodass also praktisch hier, und ich habe gestern erwähnt, dass Hitler in einer Rede damals in München, glaube ich, sagte, er habe nicht den Befehl gegeben zu schießen, aber von sich aus amerikanische Schiffe anzugreifen, aber er habe den Befehl gegeben, wieder zu schießen. Darum handelt es sich anscheinend hier. But what I want to know from you is this. Did you approve of the policy of ordering the entire German Navy to attack American ships whenever and wherever they might meet them 3 days before war was declared? Did you approve of that? Ich kann dazu jetzt keine Stellung nehmen, weil ich mich der Sache nicht entsinne und dieses Dokument auch gar nicht kenne. Well, now, I want you to ask you about another point. Do you remember that the... Aber verständlich wäre es gewesen, das möchte ich nur hinzufügen. Well, you've given your answer. You remember in June 1944 that there was a conference about which we've heard evidence with regarding to the shooting of what is known as terror flyers. Now, just listen to this question and try and answer it directly, if you would. Is it correct, as is stated in the report, that you wish to include among terror flyers every type of terror attack on the German civilian population, that is, including bombing attacks on cities? Is that right, that you wish to include these as the airmen engaged on attacks on German cities as terror flyers? Nein, so stimmt es nicht. We'll look at page 391. This is a report signed by General Varlamont of the conference on the 6th of June. Yeah. And in the fourth line, well, let me read it. It says that Obergruppenführer Kaltenbrunner informed the deputy chief of the staff in Klesheim on the afternoon of the 6th that a conference on this question had been held shortly before between Goering, Ribbentrop, and Himmler. Contrary to the original suggestion made by Ribbentrop, who wished to include every type of terror attack on the German civilian population, that is, also bombing attacks on cities, it was agreed at the above conference that merely the other attacks carried out with aircraft armament should be included. Do you say that Kaltenbrunner was wrong when he said that you wish to include every type of attack? Ich habe gestern zu dieser Frage umfassend Stellung genommen. Ich weiß nicht gerade zu diesem Punkt, ob ich es noch mal tun soll. Ich habe diesen Punkt gestern, glaube ich, ganz umfassend behandelt. Wenn Sie wünschen, kann ich es noch mal wiederholen. Well, I don't want you to repeat it. I want you to answer my question. Do you say that Kaltenbrunner is wrong when he said at this conference that you wish to include
those who were engaged in the bombing of cities. Das stimmt nicht, denn erstens hat meiner Erinnerung nach diese Konferenz gar nicht stattgefunden und zweitens habe ich meine Einstellung gestern, glaube ich, umfassend hier dargelegt, wie ich die Definition der Terrorflieger haben wollte. Das stimmt nicht, nein. You say that Kaltenbrunner so stimmt wrong. Es nicht. Nein. I see. Nein. Now, then answer this question. Did you approve that the treatment of those that you called terror flyers should be, that they should be left to be lynched by the population, or else that they should be handed over to the SS? Nein, das war nicht meine Ansicht. Well, now, would you look on to page 393? Page 214. This is, you know, a memorandum from the Foreign Office, and it is stated on page 396 that General Varlamont states that Ambassador Ritter has advised us by telephone that the Minister for Foreign Affairs has approved this draft. The draft deals with the two actions in paragraph one, that of lynching, and the draft says the German authorities are not directly responsible since death occurred before a German official intervened. Do you agree with that view? Is that your view of the Nein, lynching auch das ist nicht meine Auffassung und ich habe es gestern ganz ausführlich auseinandergesetzt und zu diesem Dokument gestern Stellung genommen. Dieses Dokument ist ein Gutachten des Auswärtigen Amtes. Ich weiß nicht mehr, wie es entstanden ist, ob auf meinen Befehl oder in Aussprache mit den Militärs, das mir vorgelegt wurde. Und dieses Gutachten habe ich nicht, wie hier steht, gebilligt, sondern habe es an den Führer geschickt und habe gebeten, dass der Führer in dieser Angelegenheit entscheiden möge. Der Führer hat dann dieses Dokument als Unsinn, glaube ich, bezeichnet und dieses Gutachten des Auswärtigen Amtes ist damit unter den Tisch gefallen und war nicht mehr maßgeblich geworden. So that with regard to this, you say that when Varlamont says that Ambassador Ritter advised the Wehrmacht by telephone on 29th June that you had approved the draft, that either Varlamont is not speaking the truth or Ritter is not speaking the truth. Na, jedenfalls stimmt es nicht, denn es geht aus einem anderen Dokument, was ich hier auch gesehen habe, ja hervor, das, was ich eben gesagt habe, dass dieses Dokument zum Führer geschickt wurde und dass ich da gesagt habe, der Führer müsse dieses Dokument billigen. Irgendein anderes Dokument habe ich auch hier darüber gesehen. Das ist auch meine Erinnerung der Sache. Well, then, if you referred to the Führer's view, let's just have a look at what that was. Have a look at document 3780PS, which will be GB293, which is an account of a meeting that you and Hitler had with Oshima on the 27th of May, 1944. On page 11, line 9 to 12. Do you remember in your presence Hitler advising Oshima that the Japanese should hang, not shoot, every American terror pilot, that the Americans would think it over before making such attacks? Did you agree with that view? Nein, ich bin mit dieser Auffassung durchaus nicht einverstanden. Wenn das hier drin steht, ist das nicht meine Meinung, nicht meine Auffassung. Well, now, ich weiß auch nicht, ob ich das hier gesagt habe. Wo soll ich das ausgeschlossen? Well, you'll find it on page 11, lines 9 to 12.
Nein, ich entsinne mich dessen nicht. Aber ich kann nur eins sagen, dass diese ganze Einstellung Adolf Hitlers, wie sie anscheinend aus diesem Dokument hervorgeht, durch diese fürchterlichen Wirkungen der damaligen Luftangriffe hervorgerufen worden ist. Es ist ein einziger Luftangriff, der derartig... You've told us all that before. I'm asking you, did you agree or not? You say no. Nein, diesen Punkt habe ich noch nicht erzählt. I want you now to deal with another point. Ich bitte, zu diesem Punkt aber noch etwas sagen zu dürfen, weil das entscheidend ist für die Auffassung, die damals bei Führer herrschte. You can say that to your own counsel after you've answered my question on this. I want you now to direct your attention to Stalag Luft 3. You may have heard me asking a number of witnesses a certain number of questions about it. These were the 50 British airmen who were murdered by the SS after they escaped. You know that? You know what I'm talking about? Ich kenne das, ja. You remember that my colleague, Mr. Eden, made a strong statement in the House of Commons saying that these men had been murdered and that Great Britain would exact justice upon the murderers. Do you remember that? In June of 1944? Ich habe durch diese Unterhausrede von Mr. Eden von dieser Sache gehört. And do you remember issuing that the Reich government issued a statement saying that in a communication by the Reich government conveyed to the British via Switzerland, this unqualifiable charge of the British foreign minister has been sharply refuted. Remember that being issued in July of 1944? Ich entsinne mich an den Inhalt nicht. Ich entsinne mich nur an Folgendes, dass damals uns die Mitteilung Unterlagen gegeben wurde, was sich dort abgespielt hätte und das in einer Note an die Schutzmacht, das von uns mitgeteilt worden ist. Das ist alles, was ich über den Fall weiß. That's what I want you to ask you. Did you know at the time that this statement was issued? Did you know that these officers had been murdered in cold blood? Nein, das wusste ich nicht, sondern ich hörte damals, dass bei Fluchtversuchen diese Männer erschossen worden seien. Allerdings hatten wir damals den Eindruck, dass diese Dinge nicht alle in Ordnung gewesen seien. Das weiß ich, das entsinne ich mich noch. Und well, daher... let me take it in the two stages. Who told you the lie that these men had been shot while trying to escape? Who informed you of that lie? Das weiß ich im Einzelnen jetzt nicht. Jedenfalls... ist damals, wir haben damals von den kompetenten Stellen, haben wir die Unterlagen bekommen und diese Note ist damals an die Schweizer Regierung gegangen. From whom did you get your documentation, which contained that lie? Did you get it from Himmler? Das kann from ich Ihnen, the Air Ministry, from Goering? Das kann ich Ihnen nicht the Wehrmacht? Sagen. Das weiß ich nicht. And you nicht told sagen. Us, I think, that you had a good idea that it was not, things were not all right, hadn't you? Ja, das weiß ich. Now, I want you just to tell us a word about your connection with the SS. You're not suggesting, are you, at this stage of time, that you were merely an honorary member of the SS? Ich weiß nicht. You know, it's been suggested by your counsel, and I'm sure it must have been on some... misunderstanding of information, that you were merely an honorary member of the SS. That's not the case, is it? Das ist kein Missverständnis, sondern das liegt genauso. Ich habe von Adolf Hitler damals die SS-Uniform verliehen bekommen. Irgendwelchen Dienst in der SS habe ich nie getan. Aber als Außenminister und auch vorher als Botschafter war es üblich, dass man einen Rang hatte und ich habe einen Rang eines SS-Führers bekommen. Now, I put that to you, that that's entirely untrue, that you joined the SS by application before you were ambassador at large in May of 1933. Isn't that right?
Das weiß ich jedenfalls. Ich habe zur SS gehört. Immer. Klar. No, no, but you know, you said just now that it was honorary because Hitler wanted you to have a uniform. I'm putting to you that you applied to join the SS in May of 1933 in the ordinary way. Das ist ja ganz klar. Natürlich muss man ein Eintrittsgesuch machen. Aber die Tatsache war die, dass Hitler wollte, ich bin ein paar Mal in Versammlungen in einem großen braunen Mantel immer rumgelaufen. Daraufhin sagte er, ich müsste eine Uniform haben. Und daraufhin habe ich eine SS-Uniform bekommen. Wann das war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war im Jahre 33. Dann als Botschafter habe ich dann einen höheren Rang bekommen und als Außenminister noch einen höheren. And in May of 1933, after you made application, you joined the SS in the quite not a very high rank of Standartenführer, didn't you? Ja, das wird stimmen, ja. And you only became an Oberführer on the 20th of April 1935, a Brigadeführer in the 18th of June 1935, a Gruppenführer on the 13th of September 1936, that was after you became an ambassador, and Obergruppenführer on the 20th April 1940. Before you were made an ambassador, you had been in the SS for 3 years, and you had received promotion in the ordinary way when you did your work with the SS. Is that so? Ohne jemals einen Schritt oder eine Arbeit oder einen Finger zu rühren in der SS. Ja, das ist richtig. Now just look at the, we've got the SS file document. The GB-294. Document D-744-A. And the correspondence is 744-B. Well, you may take it. You needn't go through it in detail. That is your application with all the particulars. I just want to ask you one or two things about it. You asked to join, did you not, the Totemkopf, the Death's Head Division of the SS? Totemkopf Division, das kann nicht stimmen. Oh, well, don't you remember getting a special Death's Head ring and a dagger for Himmler for your services? Was? Don't you? Nee, entsinne mich nicht. Nee. Möglich ist das, ja. Oh, aber just look at eine Totenkopf-Division habe ich niemals angehört. Nein, das ist nicht richtig. Sie sprachen eben von einer Totenkopf-Division. Sonstige. Yes, the Totenkopf-Division. Sie sprachen von einer. Das stimmt nicht. Das ist ein Irrtum. Selbst wenn es hier steht, ist es nicht wahr. Aber ich glaube wohl, dass ich mal einen sogenannten Degen bekommen habe, dass wir alle SS-Führer das bekommen. Das ist wirklich. And the ring too, didn't you? You see the letter durchaus wahrscheinlich, ja. The 5th of November, in reply to your question, I have to inform you that Brigade Führer von Ribbentrop's ring size is number 17, Heil Hitler, signed by your adjutant, Torner. Do you remember getting that? Ich glaube, dass das jeder bekam, der einen SS-Rang hatte, ja. Ich entsinne mich nicht mehr genau, muss ich sagen, aber das wird stimmen. Das wird zweifellos stimmen. Yes. And what the you took the didn't you the continuous interest in the SS from 1933 up to well into the war. I think your correspondence with Himmler goes on till well into 41 or 42. Das ist durchaus, ja, das ist sicher richtig. Selbstverständlich hatten wir sehr viel mit der SS zu tun, in allen, auf allen möglichen Gebieten, das ist ganz klar. Now, you had, and especially in the field of concentration camps, hadn't you? Are you saying that you didn't know about the concentration camps were being carried on in an enormous scale in Germany?
Nein, darüber habe ich nichts gewusst. I wonder if you just look round for a moment. You see, that is an enlargement of the exhibit put in by the French prosecution. And these red spots are concentration camps. Where is the one that these houses are? Now, I'd just like you to... we've heard, and you'll see the reason now, for seeing your... where your various residences were, one of the reasons, anyhow. You had one residence north of Berlin, Sonneburg, hadn't you? You see roughly where that is on that map? Sonnenburg liegt ungefähr eine Autostunde von Berlin. Yes, north of Berlin. An der Oder. Nordöstlich liegt es, östlich. Now, let's take another house, but you're quite near it, I think, yourself. Your Schloss or tower at Fuschel is quite near the border, just over the border, and very near the group of camps which existed round Mauthausen. You see them above your right hand, you see the group of camps there? The Mauthausen group? Do you see? Ja, ich möchte auf mein Eid hier versichern, dass ich den Namen Mauthausen zum ersten Mal hier in Nürnberg überhaupt gehört habe. Well, now let's take another of the places. You say you didn't go there very often, but you Sie used können, to go ich glaube, to a house at Ich kann Ihnen das sehr viel kürzer machen. Indem ich Ihnen sage, dass ich überhaupt nur von zwei Konzentrationslegern jemals gehört habe, ehe ich hierher kam. Das eine war Dachau, Oranienburg und Theresienstadt. Alle anderen Namen habe ich hier zum ersten Mal gehört. Das Lager Theresienstadt, das war ein Lager, ich glaube ein Altersheim für Juden und das ist ein paar Mal von internationalen Roten Kreuz und so weiter, glaube ich, besucht worden. Alle anderen Leger und Namen habe ich niemals vorher überhaupt gehört. Ich möchte das hier ganz klar feststellen. Do you know that at near Mauthausen there were 33 camps at various places within a comparatively short distance round and about another 45 camps which the commandant can't give the names of because there are so many. And in the 33 camps, there were over 100,000 internees. Are you telling the tribunal that in all your journeys to Fuschel, you never heard of these camps at Mauthausen, where 100,000 people were shut up? Das ist mir völlig unbekannt. Und ich bitte, da sind Dutzende von Zeugen, die Ihnen das beweisen können. Dutzende. I don't care how many witnesses you produce. I ask you to look at that map again. You were a responsible minister in the government of that country from the 4th of February 1938 till the defeat of Germany in May 1945, a period of 7 1/4 years. Are you telling this tribunal that anyone could be a responsible minister in that country where these hundreds of concentration camps existed and not know anything about them except two? Es mag erstaunlich sein, aber es ist die hundertprozentige Wahrheit. I suggest to you that it's not only amazing, that it is so incredible as that it must be false. How could you be ignorant of all these camps? Did you never see Himmler? Nein, niemals über diese Dinge. Niemals. Diese Dinge wurden vollkommen geheim gehalten und wir haben jetzt überhaupt erst gehört, was darin vor sich gegangen ist. Kein Mensch wusste davon etwas. Das mag erstaunlich klingen, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass das wahr ist. Die Herren auf der Anklagebank durch die Bank von diesen ganzen Dingen nichts gewusst haben. Well, we'll hear from them when their turn comes. But you know that at Auschwitz alone... Den Namen Auschwitz habe ich auch hier zum ersten Mal gehört.
And the German official of Auschwitz has sworn an affidavit that 4 million people were put to death in that camp. Are you telling the tribunal that that happened without you knowing anything about it? Das war mir völlig unbekannt. Kann ich hier auf meinen Eid absolut versichern. Völlig unbekannt. Well, now, we'll just... there's one other subject which I'd like you to deal with. And here, fortunately, I'm in the position again of assisting your memory with some documents. That's the question the partisans. I just want you to look at a few documents with regard to, well, three documents with regard to that. Will you be able to finish tonight? Yes, Lord, I shall. If your lordship will allow me, that was what I was rather trying to do. If your lordship will allow me 5 minutes, I think I can. Do you agree that you were in favor of the harshest treatment of people in the occupied countries? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Ich bitte noch mal darum. My question is, would it be a fair way of expressing your point of view to say that you were in favor of the harshest treatment of partisans, I put it first of all, of partisans. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals über die Behandlung von Partisanen ausgelassen habe. Das entsinne ich mich nicht mehr. Jedenfalls im Allgemeinen habe ich fürs Gegenteil in diesen Dingen gehört. Look at the document 735, which will be GB 295. That's a discussion between you and Count Ciano in the presence of Field Marshal Keitel and Marshal Cavallero in the Führer's headquarters after breakfast on the 19th of December, 1942. Now, if you look at page 2, you'll see that there's a passage where Field Marshal Keitel had told the Italian gentleman that the Croatian area was to be cleaned up by German and Italian troops working in cooperation. And this while it was still winter, in view of the strong British influence in this area. The Führer had declared that the Serbian conspirators were to be burnt out and that no gentle methods might be used in doing this. Field Marshal Keitel here interjected that every village in which partisans were found had to be burnt down. Continuing, the Reich Foreign Minister declared that Rowetta must not leave the third zone, but must on the contrary advance, and this in the closest collaboration with the German troops. In this connection, Field Marshal Keitel requested the Italian gentleman not to regard the utilization of Croatian troops to help in this cleaning up operation as a favoring of the Croatians. The Reich Foreign Minister stated in this connection that the Croatian Führer, to whom he had spoken very clearly, was 100% ready to come to an agreement with Italy. Did that represent your view that the Serbian conspirators should be burnt out? Bitte? Did that represent your view that the Serbian conspirators should be burnt out? Ja, den Ausdruck kenne ich nicht. Jedenfalls ist eins sicher, dass sie hinter Schloss und Riegel kommen sollten. Well, what it means is that their villages should be razed to the ground by fire. Wo habe ich das gesagt? Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. No, I'm saying that's the Führer's point of view. Was it your view? Der Führer nahm einen sehr harten Standpunkt in diesen Dingen ein.
Und ich weiß, dass ab und zu da auch von anderen Stellen, auch den militärischen, harte Befehle in diesen Dingen ergehen mussten. Denn es war hier ein Kampf auf Leben und Tod. Das darf man nicht vergessen, es war hier Krieg und nicht leider nicht Frieden. Shortly, daher musste... Are you denying? Sehe ich nicht, wo ich hier etwas über Partisanen gesagt habe bisher. Das kommt vielleicht noch. Yes, well, that, you say that that's not your point of view. That's what you're saying. Is that right? That it's not your point of view. Are you saying that? That it's not your point of view as the way to treat them. Don't look at the next document. Tell me, isn't that your point of view? Ich darf bitten, die Frage noch mal zu wiederholen, was Sie von mir beantwortet haben wollen. Do you say that you were not in favor of harsh treatment of partisans? Ich bin der Auffassung, dass man mit Partisanen, die der, den Truppen in den Rücken fallen, an sich schon hart vorgehen soll. Ja, der Auffassung bin ich. Ich glaube, diese Auffassung ist jeder und jede Armee und wohl auch jeder Politiker. Including women and children? Nein, keinesfalls. Well, now, just look at that, if you deny this tender attitude to, deny this attitude to women and children. Look at document D-741. Well, that will be, well, the last one is GB-296, this will be GB-297. Oh, I'm sorry. Lord, this will be GB-296, I'm sorry. Would you look at the end of that? That's a conference between you and Ambassador Alfieri in Berlin on the 21st of February, 1943. The last paragraph says, continuing, the Reich Foreign Minister emphasized that the conditions which Croatia's policy had helped to produce in Croatia were causing the Führer great concern. It was appreciated on the German side that Roetta wished to spare Italian blood, but it was believed that he was, as it were, trying to drive out Satan with Beelzebub by this policy. The gangs had to be exterminated, and that included men, women, and children, as their continued existence imperiled the lives of German and Italian men, women, and children. You still say that you didn't want harsh treatment of women and children? Auf welcher Seite soll das sein? It's on the page 10 to 13, and it's the last paragraph on the my petition. Gangs had to be exterminated, and that included men, women, and children, as their continued existence imperiled the lives of German and Italian men, women, and children. Wenn das so von mir irgendwie gesagt worden ist, dann ist das vielleicht in einer großen Erregung oder irgendwie geschehen. Jedenfalls entspricht das in keiner Weise meiner Auffassung, die ich, glaube ich, auch durch viele andere Taten im Laufe des Krieges bewiesen habe. Ich kann dazu natürlich jetzt im Augenblick nichts sagen. Well, I'll just show you one of your other acts, which is my final one, Lord, if the tribunal will bear with me. It's document D-740, which will be GB-297. This is a memorandum of the conversation between the Reich Foreign Minister and Secretary of State Bastiani in the presence of Ambassadors von Mackensen and Alfieri at Klesheim Castle in the afternoon of the 8th of April, 1943. If you look at the beginning, I think you were discussing some strike in Italy. You say the Reich Foreign Minister's supposition that this strike had perhaps been contrived by British agents was energetically contested by Bastiani. They had been Italian communists. The Reich Minister replied that in such a case, only merciless action was any good. And then after a statement with regard to the information
And you say he did not want to discuss Italy, but rather the occupied territories. Where it had been shown that one would not get anywhere with soft methods on the endeavor to reach an agreement. The Reich Foreign Minister then exemplified his train of thoughts by a comparison between Denmark and Norway. In Norway, brutal measures had been taken, which had evoked lively protests, especially in Sweden. And then, if you go on, after a certain criticism of Dr. Best... Ich kann's nicht finden. Auf welcher Seite darf ich bitten? The what? Well, it begins, the paragraph begins, the Reich Minister's supposition that this strike has perhaps been contrived by British agents. Ja, das habe ich, ja. You got it? Jawohl. Well, you see what I've put to you, that you say only merciless action would be any good. In Norway, brutal measures had been taken. And at the beginning of the next paragraph, in Greece too, brutal action would have to be taken if the Greeks got fresh. He was of the opinion that the demobilized Greek army should be deported from Greece with lightning speed, and that the Greeks should be shown in an iron manner who was master in the country. Hard methods of this kind were necessary if one was waging a war against Stalin, which was not a gentleman's war, but a brutal war of extermination. And then, with regard to France, after some statement about the French, you say, coming back to Greece, the Reich Foreign Minister once again stressed the necessity of taking severe measures. And in the third line of the next paragraph, the Führer would have to take radical measures in the occupied territories to mobilize the local labor potential in order that the American armament potential might be opposed by something of equal value. Do you agree? Does that fairly express your view that you wanted the most severe measures taken in occupied territories in order to mobilize labor to increase the Reich war potential? Zu diesem Dokument kann ich nur Folgendes sagen. Ich weiß, dass damals... No, well, you can say that, but you can answer my question first. Nein, your view that severe measures should be taken with foreign labor and with people in occupied territories? Does that document express your views? Nein, das trifft so nicht zu. Then why did you say it? Why did you say Weil ich damals im Auftrag des Führers die Italiener bei der Stange halten musste, weil in manchen von den Gebieten ein völliges Chaos war und die Italiener mit gewissen Maßnahmen, die sie dort trafen, ein völliges Durcheinander in der Etappe der deutschen Armee hervorriefen. Das war damals der Grund, warum ich verschiedentlich mit den Italienern in einer sehr harten Sprache sprechen musste. Ich entsinne mich dessen noch sehr genau. Es war damals der Kampf, die Italiener taten sich zusammen mit den Zednici und kämpften zum Teil gegen deutsche Truppen. Es war ein völliges Chaos da unten. Und da habe ich den Diplomaten gegenüber öfters eine ziemlich harte und ernste Sprache geführt, vielleicht auch eine sehr stark übertriebene Sprache. In der Tatsache aber haben die Dinge nachher ganz anders ausgesehen. But it wasn't a bit exaggerated, was it? In both Norway and in Greece. You were taking the most brutal measures against the occupied Nein, countries. Nein, das trifft nicht zu. In Norwegen hatten wir gar nichts zu sagen und haben immer versucht, die Dinge anders zu gestalten. Und in Dänemark haben wir alles getan, damit diese brutalen Maßnahmen, die zum Teil notwendig waren, wegen der Fallschirmspringer und so weiter, damit die möglichst applaniert und nicht durchgeführt wurden. Wir haben also, ich glaube, das kann aus unendlich vielen anderen Dokumenten bewiesen werden, dass gerade ich und das Auswärtige Amt in den verschiedenen besetzten Gebieten immer auf einen Ausgleich der Dinge hingewirkt haben.
Und ich glaube nicht, dass es ganz fair ist und richtig, nur eine oder zwei solche Äußerungen aus unendlich vielen Dokumenten jetzt hervorzuziehen, wo ich ab und zu eine harte Stellungnahme auch einnehmen musste. Es ist ganz sicher, dass im Laufe von 6 Jahren Krieg ab und zu auch eine harte Sprache gebraucht werden muss. Ich darf nur daran erinnern, dass auch ausländische Staatsmänner oft von der Ausrottung von ganz Deutschland und so weiter gesprochen haben. Aber ich bin der Überzeugung, die haben das auch nicht gemeint. It comes to this, that every time, but today, when you have been confronted with a document which attributes to you something harsh language or the opposite of what you've said here, you say that on that occasion you were telling a diplomatic lie. Is that what it comes to?